So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend. SSYNICAK Mystik. Da wisst ihr doch Bescheid. Also, ich habe mich gestern mit dem guten Rossbach, okay, keine Ahnung, wann das hochgeladen wird, aber es war gestern, mit dem guten Rossbach getroffen. Ich habe mich bei Tiers dahingesetzt, darauf geantwortet zum Thema, wenn man mit mir diskutieren will, ich setze mich mit jedem hin, aber ich äußere mich halt nicht mit keiner Silbe zu irgendwelchen Inhalten von irgendwelchen Videos, die gegen mich, über mich gemacht werden. So, jede Person kann mir das gerne ins Gesicht sagen, diskutieren, alles super. Rosbach hat sich gedacht, mache ich, ist vorbeigekommen, war maximal vorbereitet auf jeden Fall. Ich saß da, ja, war ein guter Verhör auf jeden Fall. Die Gesprächskultur ist ab und zu mal ein bisschen abhanden gekommen, möchte ich sagen. Man ist ab und zu mal ein bisschen lauter geworden, also ich auf jeden Fall auch, weil ja, die Künstlerseele, ne, jeder, der auf der Bühne schon mal stand oder selber mal was kreativ geschaffen hat, der weiß das. Künstlerseele ist auf jeden Fall zart besaitet und da kann man schon mal lauter werden, wenn es gegen einen selber geht. Hat sich aber noch, war glaube ich noch im Rahmen, hat Bock gemacht im Endeffekt auf jeden Fall. Und ja, so ein offener Diskurs ist auf jeden Fall eine vernünftige Sache. Deswegen, also, sag den Leuten nicht, die sollen auf irgendwas reagieren, was der jetzt über dich gesagt hat. Setzt euch hin, Mann. Setzt euch face to face hin, sagt euch was ins Gesicht, diskutiert. Man muss sich einer Meinung sein. So, also, für die Streitkultur, auch wenn man den anderen manchmal nicht ausreden lässt. Genießt die Scheiße. Genießt die Scheiße. Ein Dreifahren RV als Willkommensgruß. Das gibt's. Lieben Hast Dank, merci. Hast du ab und zu mal schon mal reingeschaut? Ja, ab und zu mal, nachdem mir andere Rapper geschrieben haben, dass du mich bei Twitch sogar erwähnt hast, zwischendurch mal, dann habe ich schon ein bisschen deine Highlights mal reingeseppt. Ja, auf jeden Fall. Ja, nice, Alter. So, ja, hier haben schon mehrere Leute diskutiert. Ich habe eben deine Insta-Story gezeigt, da meinten schon ein paar Leute so, okay, ganz klar 1-0 Rossbach, was den Bart angeht. So, okay. Aber da kämpfe ich mich wieder raus, macht euch keine Sorgen. So, also, kurz zur Vorgeschichte. Wolltest du erzählen oder soll ich mal? Ja, ich würde sagen, ich würde erzählen, oder? Ich Okay. glaube, dass manche, glaube ich, gedacht haben, dass du sozusagen mich hier in den Twitch-Chat eingeladen hast. Nein, ich habe gesehen gehabt im Tierster-Interview, dass du gesagt hast, dass du dich gerne mit Leuten zusammensetzt, auch bei Twitch Live, die einen sozusagen mit dir im Konflikt stehen, etc. pp. Und daraufhin wollte ich dich ja auch bei Instagram kontaktieren, ging aber leider nicht, da ich auch irgendwie auf Blockieren gesetzt worden bin, warum auch immer. Der gute Herr Barracuda aus meiner Kantenmusik-Crew hatte dich dann kontaktiert und so sind wir dann zusammengekommen. Ja, und so ist der Chat heute entstanden, ne? Ja. Und was hast du dir gedacht, als du geschrieben hast? Ja, ich habe gedacht, entweder er gibt mir eine Antwort oder er wird es ignorieren und es wird zu keinem Gespräch kommen. Ja. Aber so wie es ausgegangen ist, hast du dich erfolgreich gemeldet gehabt und so sitzen wir beide heute hier. Ja. Was war denn so die Motivation? Also ich denke mal, ich gehe mal davon aus, also wer es jetzt nicht weiß, ich denke mal, das weiß aber eigentlich fast jeder, oder? Ich habe diese Mach-Auge-Video gemacht, Videos gemacht, dann irgendwann ist mir das halt aufgefallen, wie du halt immer in der Crowd steht, deine Faxen da machst, habe mich dann halt drüber aufgeregt, lustig gemacht, nenn es wie du willst. Dann bist irgendwo rumgelaufen, hast geflucht oder hast hier mal eine Line gedroppt oder in einem Battle irgendwas gesagt oder in die Kamera gesagt, immer so Spitzen gegenseitig. Und jetzt habe ich bei Tierstar gesessen, gesagt, dass ich mich mit jeder an den Tisch setze, dass du dir gesagt, okay, geil, hätte ich Bock drauf, weil ich habe dem noch was zu sagen. Genau, richtig, um eventuell der ganzen Situation erstmal ein bisschen Eskalation und eventuell auch ein bisschen Feuer aus der Situation rauszunehmen. Auch meinerseits natürlich. Aber ich habe mir einiges hier aufgeschrieben gehabt und ich glaube, das wird ein interessantes, langes Gespräch zwischen uns Okay. beiden. Ja, geil. Dann übernimm du mal in meinem Stream einfach das Wort. Gut, du hast gesagt, beispielsweise bei Tierstar in seinem Interview, dass ich beispielsweise, wie du gerade sagtest, dass ich hier mal und da mal sowas gemacht habe oder hinter Native, dass er gesagt hat, komm, wir triggern mal ein bisschen Cynic mit Pow, 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 dass ich sowas gemacht habe. Aber du sagst zu Tierstar, das ist alles auf einer sportlichen Ebene. Aber für mich bewegt sich das Ganze nicht auf einer sportlichen Ebene, da es ja damals schon angefangen hat beim Olymp-Auge machen, das beim Jeezy gegen Gregpipe-Battle. Da ich hinter Gregpipe stehe und Jeezy sagt, ja, ohne mich war Web am Mittwoch schon längst tot gewesen. Ich mir auf die Brust klatsche und Realtalk rufe.
Du darauf das Video natürlich wieder pausierst und sagst, was ist er denn für ein Mongo? Warum klopft er sich auf die Brust und sagt, oh, guck mal, dreimal, viermal Real Talk, Real Talk. So, meine Frage ist an dich, guck mal, ich verfolge Rap am Mittwoch, seit die 2000 Abonnenten haben, da waren die im Calabash Club, dann sind die umgezogen ins Benu, so, und dann sind die auf Deutschland-Tour gegangen und sag mir, dass das nicht stimmt, dass Rap am Mittwoch gestorben ist. So, sag mir, wer da noch war. Virus hat die Fackel noch hochgehalten. Dann kam Goyner, dann kam Jeezy. Das war nach der Zeit von dir und Polacke. Bongtegi war vielleicht noch da und dann kam BMCLs zwischen Cassius K. und Tyzos. Ach so, So, und du meinst jetzt, ob du faktisch da falsch gelegen hast, weil ich habe mich da, glaube ich, ich glaube, das war gar nicht so gemeint, dass ich gedacht habe, Digga, das stimmt doch gar nicht, sondern ich habe mich, glaube ich, eher darüber lustig gemacht, einfach, dass du da stehst, sagst, Real Talk, Real Talk, weil es erstens komisch aussah und ich mir denke, so passt irgendwie nicht in meinem Kopf. Aber der Fakt, ich habe die Punchline fand ich selber gut, weil ich sehe es nicht ganz so dramatisch wie du, ganz so drastisch wie du, aber im Battle Rap kann man das sagen. Es ist keine falsche Punchline so. Man kann wirklich sagen, ohne den hätte Rap am Mittwoch schon längst zugemacht. Ja. gut, erste Sache. Dann beispielsweise zweite Sache. Dann ging es da sozusagen weiter. Dann hast du ja bei gesagt gehabt, bei Brain Damage gegen Jolly J. Boah, guck mal, wer ist da jetzt? Irgend so ein Spacko, der reinruft: Jolly J, ich liebe dich. Ja. Ja, im Grunde kann es einem ja auch egal sein, wenn er das gerade so empfindet, weil er es einfach so geil findet, dass Jolly J gerade so abreißt, ist es ja eigentlich nicht dein Bier, wie derjenige zu feiern hat. Aber ist jetzt auch eine andere Richtung. Zweitens ist das Chrom gegen Wolf Bell, nein, Quatsch, das Olio gegen Kato Bell, in dem Goyner, weil ich auch mit allen cool bin, ich war beispielsweise da beim Debüt von Kato, ich habe mit Kato viel privat auch, sagen wir mal, zu tun und wir stehen im engen Kontakt. Und da machst du beispielsweise Auge auf mich erstmal, boah, ist das der Typ, ist das der Typ vom Olymp-Festival? Erstens Ja. ist es geil, dass ich wieder am Start bin. Und zweitens mache ich, weil Goyner sagt, du hast hier den kleinsten Schwanz im Raum. Das hat einfach in dem Moment so geil gezogen. Ich einfach ausraste, meine Ganzhorns mache, du pausierst und sagst, boah, was ist er denn für ein Mongo? Warum macht er jetzt Ganzhorns? Und hat er keine anderen Hobbys und keine andere Leidenschaft, worüber er sich freuen kann. Und, du sagtest ja, das beziehen wir uns wieder auf das Tierster-Interview, du sagst, es ist eigentlich alles auf einer sportlichen Ebene. Für mich bewegt sich das Ganze gar nicht auf einer sportlichen Ebene, weil wenn ich beispielsweise ein Rosbach-Mach-Rosbach-Gesicht oder nicht machen würde, ich würde niemals, niemals auf die Idee kommen, pa zu pausieren, um mich um über Moment, ich habe Rückkopplung. Über mich irgendjemanden zu beschweren oder lustig zu machen, der gerade seine Emotionen in das Battle legt, als Zuschauer, als treuer Supporter und einfach nur ausrastet, weil die Line feiert oder gerade den Moment unglücklich in dem Moment ist. Und du kommst an und sagst: Oh, was ist er denn für ein Mongo? Und beleidigst auf der Ebene, obwohl ich gar nichts mit der Thematik zu tun habe. Ich habe gerade nichts mit der Thematik zu tun, wenn du beispielsweise meinen Song nimmst, hast schon Ich weiß, Augen worauf du gemacht. hinaus willst, ja. Ja, genau, auf mein Battle. Das ist alles objektiv deine Meinung. Da würde ich auch niemals was sagen. Aber wenn du dann auf Leute, vom Publikum, auf das Publikum zoomst, was gerade mit der Thematik nichts zu tun hat, es geht gerade um Olio und Kato und vielleicht Goyner in der Situation, aber auf mich zoomst, der auf fast jedem Battle-Event da war, alle gut privat kennt und einfach nur ausrastet bei der Line, greifst du mich persönlich als Mensch an und nicht als irgendwelche Battle-Rap-Charakter oder als außenstehende Person. Das ist für mich einfach nur stumpfe, unmenschliche Beleidigung. Und es ging ja immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und ich Ja. habe auch schon von vielen gehört, von Sever, Goyner, die dir privat geschrieben haben: Hey, bitte erwähne mich nicht in Interviews oder mach kein Auge auf mich. Ich habe dir nicht ein einziges Mal geschrieben, Nee. hör bitte auf, weil ich irgendwann davon ausgegangen bin, dass es davon selber aufhört. Ja. Aber es wurde weitergemacht, es wurde weitergemacht und es wurde weitergemacht. Und dadurch hast du beispielsweise deine Zuschauer, guck mal, du hast 125, 130.000 Abonnenten, du hast eine Macht, du hast Leute, die du sozusagen Art steuern kannst. Und wenn man sich jetzt beispielsweise mal mein Tun-Tu mit Voting G anguckt, was da für Kommentare drunter sind. Aber ich lasse dich jetzt erstmal reden. Da kommen wir gleich weiter. Ja, boah, das war jetzt aber war viel und lange, deswegen lass mich mal.
Lass mich mal kurz versuchen. Ach so, genau. Sportlich, nicht sportlich. Nee, natürlich nicht sportlich. Also das, was am Ende passiert ist mit dem, mit deinen, dass du da mal gegen mich eine Line droppst und so, das auf sportlicher Ebene, was ich vorher beim Mach-Auge mache. Das Ding ist, dass du sowas nicht machen würdest, liegt an dir. So, du kannst ja selber entscheiden, was du machst. Bist du jemand, der jetzt das Ganze rein battlespezifisch sieht, oder denkst du dir so, okay, da hat jemand ein hässliches Hemd an, da droppe ich einen Spruch, da zieht jemand eine komische Fresse, da droppe ich einen Spruch, und mach das Ganze mit meiner Wortwahl. So, das ist ja genauso deine Entscheidung, wie es meine Entscheidung ist. Und dass sich dann jemand darüber abfuckt, so, das Risiko gehe ich ja in der Sekunde. So, und indem du mir jetzt sagst, wie scheiße du das findest, oder ich dir auch davon ausgehen kann, dass du das nicht feierst, ist ja trotzdem, das ist ja dann, ich habe mich ja dafür entschieden, ich rante da ein bisschen, das Format heißt Mach-Auge. So, und ich finde aber zum Beispiel, ich kenne ja auch Videos, wo du stehst und ein Battle feierst. Ich kenne diese Videos. So, aber irgendwann hast du dich dafür entschieden, ich stelle mich weiter nach vorne, ich schreie jetzt rein, ich mache jetzt die Gun-Sounds. Das war vorher nicht so. Dann sag du mir, ist diese Begeisterung nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, wo man dich bei Diltinier Crowd sieht, nach 2 Jahren auf einmal so groß geworden, dass du dich nicht mehr zurückhalten kannst und reinschreiben musst, Jamie, ich liebe dich, pa, 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 pa. Ist die Begeisterung so groß geworden in diesem kurzen Zeitraum? Oder dann erklär mir, wo dieser Wandel stattfindet, weil was in meinem Kopf nämlich vorgeht, wenn ich drüber nachdenke, ist, du hast dich bewusst dazu entschieden, jetzt aufzufallen. So, und dann bist du Teil des ganzen Zirkus. Ich sag mal so, erstens, das beim Jamie-Battle gegen Brian, das war ich nämlich nicht, weil ich an dem Tag nämlich in München gar nicht da war. Ich war noch nie auf einem Diltinier-Event in München. Zweitens habe ich meine Gun-Sounds, weil du mich auch so dastehen lässt und auch den Leuten das so erklärst, dass ich beispielsweise in Battles reinrufen würde, was übertrieben völliger Schwachsinn ist. Oder ich immer mich in den Vordergrund stellen würde und meine Gun-Sounds machen würde. Leute kommen zu mir in Frankfurt und sagen zu mir, ey, René, du warst heute echt sehr leise mit deinen Gun-Sounds. Ja, was soll ich Gun-Sounds machen, wenn da MC Mike gegen Fate rappt? So manche rast in der Crowd aus und ich mache einfach gar nichts. Ich feiere so, wie ich es empfinde. Manche rasten aus bei Obscure Lines, bei irgendwelchen Filmreferenzen und rasten komplett aus und ich mache einfach gar nichts. Das ist bei mir einfach, es kommt, ich feiere einfach so, wenn eine Punch einen Haymaker trifft, dann ist das pa, pa, dann ist einfach der Treffer da gesetzt. Und das sind einfach Emotionen. Das ist einfach zu real wahrscheinlich für das Game und das verstehen Leute nicht. Und du sagtest gerade eben auch, ja, dass du halt Leute mal hier im Publikum ranzoomst und hast sie nicht gesehen und etc. pp. Ist ja auch gar kein Problem. Hättest du das zwei, dreimal gegen mich gemacht, ist ja auch gar kein Problem. Nur es hat ja einfach gar nicht aufgehört. Es hat ja einfach gar nicht aufgehört. Die Beleidigungen wurden ja immer extremer. Beispielsweise Leanders gegen MC Goyner. Du pausierst das Video und sagst, boah, boah, da stehen welche mit dem Rossbach-Shirt, boah, wie können die da tragen? Also wenn man von der BRB die Lichter oben wegnehmen würde, würde das aussehen wie ein Inzestverein. Samuel, das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen. Ich kann doch auch nicht, wenn ich ein Video mache, auf irgendjemanden zoomen, keine Ahnung, der wahrscheinlich einer arabischen Großfamilie angehört, der sticht dich ab, wenn es nicht auffällt, auch wenn es nur einmal ist. Und ich hab's ja toleriert. Lass ihn machen, lass ihn machen, lass ihn machen. Dann schreiben mir Battle Rapper wieder, ey, bei YouTube ist ja gar nichts mehr gefallen. Ey, der hat dich bei Twitch wieder beleidigt. Dann bei Native, ich habe erstmal mit der Ich glaube, Thematik bei Native Twitch. gegen YQJ nichts zu tun. Ich stehe einfach nur hinter Native. Oh, die Mongos. Oh, der Mongo hat schon wieder Ausgang. Wieder menschliche Beleidigung. Dann Kato gegen Anonym. Als Kato sagt zu Chris Kotzen und keiner fragt, was ist mit den Kindern? Und ich, boah, krasse Line, pa, 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 pa. Ich davor die ganze Zeit ruhig war. Du pausierst, boah, der soll Hausverbot bekommen. Komm, geh weg, hau ab von Battle Rap, geh weg. Ich, Quaze, nicht Aaron. Quaze kommt nach Köln zu mir und sagt mir, wie viele Leute feiern mich in der Crowd und sehen mich als nicht mehr als, ich bin kein Hype-Man. Ich bin einer, der die Crowd manchmal mitnimmt, wenn die Crowd schläft. Kato, Anonym, Leute lieben mich, die schreiben mir privat, die sagen, hör bitte niemals mit den Gun-Sounds auf. Das ist ein Zeichen, dass wenn was krass war. Leute, kannst du dir vorstellen, dass ein Mikesh, ein Anonym, ein Kotzen sich extra manchmal auf die andere Seite stellt, beispielsweise Anonym gegen Wolf, dass Anonym sich extra auf die andere Seite stellt von Wolf und ich stehe hinter Wolf, um mir in die Augen zu gucken, wenn ich Rossbach Gesicht mache oder nicht und er weiß, dass es zieht.
So dieses, dass ich, ist vor allen Dingen, seit du es angesprochen hast, ist es keinem aufgefallen. Es ist keinem aufgefallen. Du hast das erste Mal gesagt, boah, guck mal, der, vor allem dieses, ich würde in Battles reinschießen, einfach während einer gerade Web, das ist doch völliger Bullshit. Nein, du, ey, ohne Spaß. Völliger Bullshit. Wenn das Bullshit wäre. Niemals, wenn jetzt einer rappen würde, blablabla, po. Niemals, würde ich niemals. Das machst du auch nicht. Das habe ich auch nie gesagt. Aber das Ding ist halt, wenn du bewusst, kommen ja Jubelstürme, der Jubel ebbt ab und dann haust du nochmal dein Ding hinterher, einfach so. Und wo Leute vielleicht schon wieder anfangen wollen zu rappen. Und das, ey, das ist ja sowieso nur meine, das ist ja meine Meinung, die ich kundtue. So, und wenn die ganzen Rapper das, so wie du, ganz so wie du sagst, glaube ich das auf keinen Fall, dass jemand sagt, steh bitte auf der Seite, weil ich will dein Gesicht unbedingt sehen. Aber das ist einfach nur mein Empfinden so. Aber sei es so, dass viele Battle-Rapper das feiern, ist das auch in Ordnung. Ich sag ja da nur meine Meinung. So, und wenn das völliger Bullshit wäre und das gar nicht stören würde, dann ich kann doch nicht alles sagen und Leute glauben das. Ich habe das so gesehen, mich hat's wirklich, also stört. So, und wenn mich das stört und ich das sage und die anderen Leute stört das nicht, dann ist es halt so, sind es halt zwei Meinungen. Wo ich dir recht geben muss, ist mit diesem, Digga, das ist mein Mundwerk, das ist natürlich, das ist alles gefreestyled, das ist Battle Rap, Kopf, Punchlines im Kopf und dass da jemand, wenn du dann das genau nimmst und sagst, das ist eine menschliche Beleidigung, wenn ich sage, das sieht aus wie ein Inzesthaufen. Okay, kann ich nichts anderes sagen, als hast du im Endeffekt recht, so, aber ja, und dann genau wie bei dem Chrome Fesers Ding, solange es einem keiner sagt, macht man es erstmal. So, und aber trotzdem bleibe ich natürlich dabei, dass das erstens stört, dass du das zweitens suchst und dass es auf gar keinen Fall stimmt, dass du sagst, bei krassen Battles mache ich so und davor nicht, weil dann wären alle Battles, die du 2017 und 18 bei Dilti, die im Kreis gesehen hast, nicht krass gewesen und da waren krasse dabei, das weiß ich und ab 19, 20 sind dann alle krass gewesen, weil ab da hört man dich komischerweise und dann drängst du dich in den Vordergrund als jemand, der da einfach nur in der Crowd ist. Sehe ich auf jeden Fall nicht so. Also wie gesagt, das ist halt einfach meine Art zu feiern. Wie gesagt, Gunsound, wenn die Leute announced werden, genauso Gunsound, Liebe für die MCs. Warum vorher nicht? Auch vorher. Selbst bei du und deine Lines, selbst wenn du dir Kato gegen MC Demo anguckst, bei du und deine Lines in Dortmund, selbst da sind Gunsounds am Start. Selbst 2016, 17 sind Gunsounds am Start. Selbst bei du und deine Lines Essen, Bonn, egal in welcher Session, sind Gunsounds am Start. Immer. Ja. Aber kannst du gar nicht nachvollziehen, dass sich jemand denkt, Dicker, der Typ will sich einfach nur übelst in den Vordergrund spielen? Kannst du das gar nicht nachvollziehen? Ich sag mal jein. Also so, um Gottes Willen, no hate, aber so ein Native, der... Real Talk, so, das ist halt sein Ding so. Aber halt manchmal ist es halt echt zu viel. So. Das sage ich auch, das ist manchmal echt zu viel. Aber ich mache es ja nicht einfach zwischendrin, so wie ich habe es gar nicht nötig, irgendwelche Aufmerksamkeit zu suchen. Genauso wie man sagt, er möchte sich in die erste Reihe stellen, weil er vor der Kamera steht. Das ist aber schwer zu glauben. Wenn man das Verhalten so sieht, ist das wirklich schwer zu glauben. Es ist aber so. Genauso wie wenn Leute klatschen oder weiß was ich. Genauso wie, warum klatschen Leute? Rastet doch einfach auch aus. Vor allen Dingen, beispielsweise du feierst doch auch Army-Rap, oder nicht? Army-Battles. Ja, dann müsstest du ja komplett abgefuckt sein von der Situation. Da rasten die Leute ja mehr als aus. Wenn du dir Desaster gegen Danny Myers anguckst, Bruder, es ist doch geil. Es ist doch geil, wenn die Leute ausfucken. Es ist geil, wenn alle dabei sind. Ja. Ja, aber safe. Es ist mir egal. Es ist, wenn ich, ja, es wenn ist dir egal, so, genau. Genau, wenn ich so feiern möchte und das meine Emotionen sind, dass ich so feiere, manche klatschen, manche trampeln, manche machen hier Winkbewegungen, ist doch eigentlich völlig egal. Lass die Leute doch einfach feiern, so wie sie feiern möchten. Es trägt doch zur Stimmung auch dabei. Das sind genau die Leute, die auch im Stadion auf der Tribüne sitzen und klatschen, wenn ein Tor fällt und sich die Fankurve angucken und sagen, boah, voll die Proleten. Ja. Guck mal, die machen nur Ärger und machen nur Lärm. Ja, aber es ist halt so, es kommt halt auf diesen Schwamm an und das Ding ist so, alle feiern irgendwo einheitlich und einer denkt sich so, ich stelle mich ganz nach vorne und mach ganz laut mein eigenes Ding. Ja, das ist doch geil. Es kann doch dir im Grunde egal sein. Ich finde, das stört. Es ist doch nice. Ich finde, das stört einfach dieses Gesamtbild. Also du bist dafür, dass die Leute nur klatschen dürfen.
Dürfen, du kannst gar keine Restriktion machen, du kannst ja nicht sagen, jetzt wird nur geklatscht, jetzt wird nur wow gemacht, so, alles ergibt sich organisch und es ist doch klar, dass wenn einer dabei ist, so, Dicker, von, du bist ja einfach von, keine Ahnung, wie viel Events es gibt, wie viele Leute da sind, von wie viel Tausenden von Menschen, du der Einzige bist, der sich hinstellt in die zweite, dritte Reihe jedes Mal und seinen eigenen Film fährt. Ja, ist doch egal, ist doch meins. Ja, er ist deins. Und in Mainz ist es auch, dass mich das stört. Dass ich das nicht so hätte äußern dürfen mit sagen, dass der Inzesthaufen, der sieht aus wie Mongo, pipapo. Das ist eine andere Sache. Aber natürlich darf ich mich darüber aufregen, als jemand, der Battle Rap genauso liebt oder mehr liebt als du, über so Battle Rap Ästhetik. Das ist ein Gesamtbild, das ist ein Zusammenspiel. Und einer stört das in meinen Augen. Gut, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass du es vertrittst, dass dich persönlich die Guns sonst stören. Aber du musst auch wissen, was du für eine Reichweite hast und beispielsweise, was das für einen Impact auf einen hat. Beispielsweise schauen wir mal an, mein zweites Battle mit Flackit und gegen Morning Z und Deadstock. So, wenn man sich nach deinem Auge und bevor du diese Gun-Sounds erwähnt hast, ist es keinem aufgefallen. Unter keinem Video steht irgendwie Beleidigung über mich oder sonst was. Seitdem du gesagt hast, boah, das stört, sind andere auf dem Trichter und sagen, boah, genau, das stört. Mhm. Und das ist halt der große Fehler, weil du einfach so eine Reichweite hast. Wenn man sich jetzt beispielsweise anguckt, die Kommentare unter dem Flackhead, Deathstroke und Warning G-Battle, ja. Rosbach schlimmer als Hitler, Rosbach schlimmer als Holocaust, Rosbach ja, okay, sollte man vergasen. So, guck mal, meine Mutter, guck mal, ich bin ein richtiger Ehrenmann, ich bin ein guter Junge. Meine Mutter schaut einfach mal in das Battle rein, auf einmal liest sie die Kommentare und fängt an zu weinen. Ja, so. Ja, und ich denke mir so, nein, was ist mehr als scheiße? Ist das schlimm? Das ist die höchste Strafe, die man einem Menschen antun kann. Es wird niemals verziehen werden, dass eine Mutter eine Träne vergießt. Sie sagt, guck mal, du hast doch Spaß daran. Guck mal, du feierst das doch. Du bist überall am Start. Du supportest das. Und warum schreiben auf einmal Leute irgendwie ganz, ganz schlimme Kommentare gegen dich? Und meine Mutter weint. Und woher kommt diese ganze Hatewelle, die hast du ausgelöst? Es ist einfach nur auf dich zurückzuführen. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich hatte jetzt nicht die Handhabung dafür, dass Leute jetzt extra zu deinem Video gehen. So, ist es einfach nur komplett von dir ausgelöst so. Und du kannst froh sein, real talk, ich bin ein ganz lieber Junge, aber seitdem meine Mutter da eine Träne geweint hat, du kannst froh sein, dass ich in Dilthili Stuttgart nicht da gewesen bin, Samuel. Ganz ehrlich, du kannst froh sein, dass ich in Stuttgart nicht da war. Ich wollte unbedingt nach Stuttgart fahren, habe es nicht getan, du warst im Event und es wäre nicht gut ausgegangen. Ja, okay. Jetzt ist mittlerweile, habe ich eine ganz andere Einstellung so gekriegt, so ich habe ein paar Sachen so geregelt und auch gesagt, mit anderen gesprochen so, aber zu dem Zeitpunkt, es wäre nicht gut ausgegangen. Eine Träne meiner Mutter ist mehr wert als alles andere, verstehst du das? Okay, ja, wenn das dein Ding ist, hätte ich dann damit leben müssen so. Darauf kann ich jetzt nicht sagen. So, wenn du, guck mal, jeder hat seinen Kopf, Alter. Genauso wie ich meinen Kopf habe und Sprüche raushaue und alles so mache, wie ich es mache, sitzt du halt jetzt hier und gibst sowas von dir. Ich möchte es auch nicht bewerten, so, weil, Dicker, deine Gefühle sind deine Gefühle, deine Beziehung zu deiner Mama ist deine Beziehung und was du wie wahrnimmst, das ist dein Ding. So, deswegen, darüber brauche ich mit dir nicht zu diskutieren. Ob das jetzt angemessen ist, ob das überzogen ist, ob das korrekt ist. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Du sagst mir das jetzt, dass das so ist. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn deine Mutter darüber schon traurig war, dann bist du auf jeden Fall hartes Risiko auf jeden Fall gegangen. Sowieso schon, auch ohne mich. Wenn du dich einfach nur generell schon mal in Battle stellst und da eventuell vielleicht verkackst oder eine falsche Punchline raushaut, dann hätten andere Kommentare auffallen können, die deine Mutter genauso traurig gefunden hätte. Risiko ist auf jeden Fall, ist von dir sowieso da, auch ohne meinen Einfluss. Da kann ich dir auf jeden Fall recht geben, aber beispielsweise, nachdem du beispielsweise Auge darauf gemacht hast, und ich meine, es ist ja kein Problem, es ist ja ganz objektiv deine Meinung, kommen einfach Kinder oder deine Fans rüber auf das Video und schreiben einfach hatelos Kommentare. Das behindert, ja. Und das habe ich ja, dasselbe Ding war ja mit Chrome und Fesas und ich will mich da auch nicht nochmal wiederholen, du hast ja wahrscheinlich gesehen oder gehört, so, es ist einem natürlich nicht, also es geht halt nicht in meinen Schädel, ich will mich auch nicht wiederholen, Alter. Es geht nicht in meinen Schädel rein, dass Leute sich denken, okay, der Cynic hat gesagt, der ist ein Mongo, jetzt gehe ich da hin und schreibe den nochmal, der ist ein Mongo. So, das sind Erfahrungswerte, da so justiert man seine Videos, seine die Art und Weise vielleicht für die Zukunft.
nicht, wie ich mich in Interviews gebe, wie ich mich in Videos gebe, wie ich Auge mache, aber ob ich denke, okay, lasse ich davon vielleicht die Finger weg, weil wenn ich darüber rede, rutscht mir wieder irgendwas raus und ich will, Dicker, so wie du den Plan hast, nach Stuttgart zu fahren, um mich zu hauen. Nein, es ging gar nicht darum. Ich habe mich gar nicht mit dir beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt, zum Diltel-Event zu fahren. Ob du da bist oder nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es geht mir nicht darum, dich zu finden oder sonst was. Um Gottes Willen, ich komme immer mit Herz und immer mit Frieden. Verstehst du, was ich meine? Das ist... Du bist irrelevant für mich, verstehst du, was ich meine? In dem Sinne, so, ich gehe nicht zu Events, um extra zu sagen, ich möchte so den und den und den die Person treffen, sondern einfach nur, ist das Line-Up geil, lohnt sich das da hinzufahren? Ja. Ja, Stuttgart ist weit weg, ist jetzt auch nicht mal um die Ecke von Nordrhein-Westfalen und sind alles Sachen, die auch mit einfließen, natürlich, ne? Ja, aber ja, keine Ahnung, Alter, ich bin mir nicht sicher, ob die dir nicht vielleicht, keine Ahnung, Alter, Battle Rap ist. Das ist jetzt nicht nur wegen mir so. Battle Rap ist ein sehr scharfzüngiges Ding, sehr viel Boshaftigkeit, sehr viel Hate, sehr viel Negativität. Und du hast dir das ausgesucht, wahrscheinlich genauso wie ich, aus Leidenschaft, bist du dazu irgendwie gekommen. Hast dir immer gedacht, du stellst dich selber vor die Kamera. Wenn du nicht selber battlest, hast du dir gedacht, du stellst dich vorne hin und machst da dein Ding. Und dass da in welcher Form auch immer irgendwann mal was kommen kann, ist doch selbsterklärend, oder nicht? Ja, ist ja auch gar kein Problem. Die Leute können auch mein Freestyle-Battles analysieren und darunter schreiben, ist ja scheiße. Und gegen Belial, Top the Takeover, oder ich könnte nicht rappen, etc. pp. Aber es geht darum, dass du mich als Mensch angegriffen hast und den Leuten klargemacht hast, ey, guck mal, der hat in der Battle-Rap-Szene nichts verloren. Wir haben noch nicht mal ein privates Wort gewechselt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Du kennst meine Liebe zu Battle-Rap gar nicht. Du kennst meine Knowledge zu Battle-Rap gar nicht. So wie lange ich Battle-Rap verfolge. Hättest du mich schon mal live getroffen oder wir hätten gequatscht und hättest dir ein eigenes Bild von mir machen können, denkst du, boah, voll der Vogel. Ja, dann hättest du das auch gerne machen können. Aber wir haben nie ein privates Wort gewechselt. Ich habe auch nie ein privates Wort über dich gesagt. Ich habe nie deinen Namen, ich kenne deinen Namen nicht mehr, bis heute nicht. Ich habe nie gesagt, ich habe auch nie gesagt, der Typ, ich habe nur gesagt, das, was du da machst, das stört. Das stört das Ganze in meinen Augen, das stört das. Es geht gar nicht um die ganzen Sounds, es geht um die Beleidigungen. Es geht einfach nur, guck mal da, wieder Rosbach im Start, boah, der Mongot wieder Freilauf, boah, der ist wieder vom... Aber da sind wir jetzt, ohne Spaß, also für mein Empfinden... Bist du da wirklich ein bisschen, also wenn ich die Haarbombe gedroppt hätte oder eine Mutterlein oder sonst was, aber wenn ich sage Neandertaler, Mongo, Inzucht, ey, ich weiß nicht, ob man da, aber jeder ist auch anders. So, jeder ist anders. Ja, aber geht nicht. Aber ja. Du kannst doch nicht einfach willkürlich einfach irgendjemanden beleidigen, mit dem du noch nicht ein Wort geredet hast. Verstehst du, was ich meine? Ja, willkürlich ist es auch nicht. Es geht einfach nicht. Willkürlich ist es meiner Ansicht nach auch nicht, weil ich gucke mir ein Ding an und ich sehe da jemanden, der sich daneben benimmt. So, dann sage ich was darüber. Und dann, dass die Worte dann vielleicht im Endeffekt zu harsch gewählt wurden, für deinen Geschmack oder für den Geschmack vieler anderer wahrscheinlich auch, kann sein, ja. Aber es hat ja nicht nur sozusagen, ich habe irgendwann gesagt, ey komm, lass ihn machen. Die Leute schreiben, boah, ey, der hört ja gar nicht auf, dich zu beleidigen. Es sind ja einfach menschliche Beleidigungen mir gegenüber. Nein, ich kenne dich doch gar nicht. Es sind doch keine menschlichen Beleidigungen, wenn ich sage, der sieht aus wie Mongo. Oder da die ganze Truppe sieht irgendwie aus wie Inzucht oder so. Oder der macht ein Gesicht wie Neandertaler. Ist doch keine Mensch, ist doch menschliche Beleidigung. Das ist doch rein Oberfläche. Wenn ich da irgendwo stehe und jemand sagt, der sieht aus wie ein braunes Skelett, Steve Urkel hat 10 Jahre nichts gegessen, so, dann ist das doch für mich doch keine menschliche Beleidigung. Aber es hat doch gerade, was du guckst, ist das doch gerade rein objektiv mit dem, was du schaust dir ein Battle an. Du bist Teil des Battles, du machst dich zum Teil des Battles. Also machen sich Leute, die ins Fußballstadion gehen, auch zum Teil des Fußballspiels, wenn sie da irgendwie mit einer komischen Parodie... Egal, wenn sie 60.000 mit 1.000 vergleichen, wo einer daneben sich benimmt. Der Flitzer beim Fußballstadion macht, der Einzige, der ein Pyro anmacht, genauso. Da kannst du doch gar nicht vergleichen. So wie du es gerade beschreibst, ja. Schau dir doch mal Kakobi an. Kakobi macht ai. Hinter Waiko J grölen irgendwelche Leute. Und ich mach halt po. Zepter macht auch po. Was ist daran schlimm? Wo stören wir die Battles? Ich werde es nicht verstehen. Du feierst doch AmiWeb. Da rasten die Leute aus. Safe, und dann aber nie nur einer. Geil finden. Aber nie nur einer, ja. Nie nur einer. Ja, es ist doch traurig, dass die Leute dann einfach nur klatschen, statt einfach mal auszurasten. Ja, das ist dein exklusives Empfinden. Auf jeden Fall. Dann
habe ich noch was. Das Chrom-Interview sollte runtergenommen werden. Laut dir in Tierster-Interview. Wenn der das, wenn der das, wenn der sagt, ich soll das runternehmen, da, wenn er sagt, kannst du es runternehmen, hättest du es runtergenommen. Das habe ich gesagt. Gut, dann kommen wir beispielsweise zu Sachen wie Crack the Corner gegen Lambda, wo du auch Auge drauf gemacht hast, wo ich beispielsweise da war und alle, die da waren, haben es eines der lustigsten Live-Battles, die es jemals gab, empfunden. Und du Ja. machst Auge darauf und redest schlecht und dass die Leute sozusagen dann möchten, dass ihr Video runtergenommen werden. Warum? Wie nochmal, was? Habe ich nicht verstanden, was? Crack the Corner gegen Lambda, damals, du und Ja? deine Lions, die Leute, Ja? die in Bonn live da waren. Ich Hm? hätte gerne auch dich live gesehen, da du ja Battle Rap liebst. Du warst ja nicht bei du und deine Lions, BRB habe ich dich auch noch nicht gesehen. Nee, Schade ist zu eigentlich. weit von Berlin, ja. Ja, da hast du ja Auge drauf gemacht gehabt und es war live eines der lustigsten Battles überhaupt. Und Okay. nachdem du Auge gemacht hast darauf, so wurde es einfach runtergenommen. So. Wie, es wurde runtergenommen? Das Video gibt es nicht mehr. Aber warum? Ja, weil du darauf Auge gemacht hast. Hä? Ich weiß nicht aus welchem Grund, Das ist doch nachdem du von. Auge auf War dieses. das Dilti oder du und deine Lines? Du und deine Lions mit den Zetteln, wo die dritte Runde die beiden die Zetteln Ja, rausgeholt ich haben. kannte das Battle Genau. gar nicht. Jemand hat mir gesagt, ey, oder musst du unbedingt. Das ist so. Hier die Anna von Diltily und keine Ahnung wer, die kam, ey, ohne Spaß. Das ist so cringe. Guck dir das bitte. Mach da bitte Auge drauf. Ich kannte das gar nicht. Habe ich das dann gemacht? So wie ich es halt mache. Und ich weiß gar nicht. Ich meine, ich kenne. Also keine Ahnung, du und deine Lines. Ob der Dingsbums, also Chief sowieso, jetzt verfällt mir der Name, Mirror, ich weiß nicht, ob, Genau. ja, ich weiß nicht, also keiner hat zu mir eine Silbe gesagt. So zumindest hätten die doch zu mir, also ich weiß nicht, dass das Video offline ist, wusste ich nicht, da muss doch einer zu mir kommen und sagen, ey, Dicker, ohne Spaß, die spammen alles voll mit Kommentare, pass mal ein bisschen auf. Das muss ja aber. Oder nachdem die das runtergenommen haben, müssen die sagen, ey, du weißt schon, dass wir wegen dir, Idiot, hier so ein Video runtergenommen haben. Die muss aber bewusst sein, dass wenn du auf irgendwas Auge reagierst und das 200, 300.000 Menschen sehen, dass die natürlich die ganzen Fans von dir fast die gleiche Meinung haben wie du und dann auf die Videos rübergehen und alles kaputt spammen. Und damit die Leute auch wahrscheinlich auch seelisch treffen. Ja, aber ist jetzt Crack the Corner nach dem Battle weggegangen, hat sich gedacht, okay, war nice von mir. Nein, aber ich sag mal so, das Publikum, was live da war, es war natürlich war es ein Cringe-Battle. Darüber müssen wir gar nicht reden so. Aber es war einfach live. Es war einfach mega Entertainment. Ist ja genauso wie Einar gegen Primetime. Ist es ja auch auf Cringe des höchsten Niveaus. Aber es hat Ja. so was von einem Unterhaltungswert gehabt so. Und es hat mich einfach traurig gemacht, dass es dieses Video einfach nicht mehr gibt, weil ich war beispielsweise da, Jaramo war da, T-Way war da, die ganzen anderen, Mr. Wyatt, Wolf, Joe Feo, die waren alle damals in Bonn am Start und wir haben es einfach. Ich weiß, es war mehr als ist doch nur Crack das Battle so, aber es hat einfach mega entertained. Und darum ist es halt schade, dass wenn du darauf Auge machst und sagst, boah, das ist scheiße, guck mal, wie können die, mega scheiße, mega cringe, so ist es halt auch deine Ansicht, aber dass dann die ganze Hate-Welle rüberkommt und alles kaputt machen kann. Okay, also soll ich dann demnächst jetzt gar nichts mehr machen oder was? Weil es immer das Risiko ist, dass Leute dann, wenn ich was nicht feier, darüber gehen und dann auch das alles. Soll ich jetzt jedes Mal in meinem Anfang vom Auge sagen, ey, hör mal zu, so ein Einspieler nach dem Motto, okay, das was ich jetzt sage, das ist meine Meinung, tut mir einen Gefallen, geht bitte nicht auf die Videos rüber und baut da Scheiße. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, du kannst immer objektiv komplett deine Meinung sagen. Da sollst du auf jeden Fall auch auf nichts eingeschränkt sein. So ist es auf jeden Fall nicht gemeint. Aber du musst halt immer auf den Impact bewusst sein. Verstehst du, was ich meine? Und darum, dann kommen wir zu einem weiteren Schritt. Du hast deinen ersten Song released. So. Denn ich beispielsweise den ersten Song von dir nicht, also ich finde den nicht gut. Sag mal, ist es nur Ja, objektiv? Ich sag vollkommen nicht, in dass du Ordnung, da keine ja. Liebe und kein Herz reingesteckt hast, so. Aber ich finde den objektiv halt nicht gut. Ja. Dann. Der Track ist halt nicht so gut angekommen. Und dann hast du Shitstorm, beispielsweise ja. genau eine Stellungnahme dazu gemacht. Von wegen so, hey, guck mal, wenn ihr Hate bekommt, so, das kann einen seelisch treffen, das kann einen seelisch kaputt machen. Okay, bevor du weiterredest, muss ich kurz einschreiten. Ja, klar. Das habe ich so gesagt, es ist halt nicht so angekommen, wie es gemeint war. Deswegen muss ich es ja im Endeffekt auch wieder runternehmen, weil ich dachte mir, bei so einem Danke. Statement, wenn ich so anfange, ich ziehe das über 10 Minuten, am Ende checkt man schon, wie die ersten Sachen gemeint sind. Dass ich das nicht ernst meine, wenn ich sage, es trifft einem Herzen, also es geht schon an die Seele ran, wenn ihr so, ihr müsst aufpassen, dass ihr sowas schreibt, es ist nicht ernst gemeint gewesen. In der letzten Minute oder in der letzten halben Minute des Videos sage ich ja so, hey, fange ich an zu lächeln, sage ich so, ich gönne euch das, ist alles gut, pipapo. Und ich habe das, habe ich jetzt auch schon, wo habe ich letztes Mal noch gesagt, bei Morlock Dilemma im Podcast oder sonst auch schon mal gesagt, glaube ich, es ist halt,
ich muss das wieder runternehmen, weil das war einfach, ich habe das Thema verfehlt. Ich habe ein Statement gemacht, wo ich dachte, okay, die Leute checken das schon, die Leute checken den Turn, die kennen mich, die wissen doch, wie das gemeint ist. Hat keiner verstanden, nicht mal meine Freundin damals verstanden, so schlecht habe ich es anscheinend rübergebracht. So, also das war nicht mein Ernst. Also dieses, ihr müsst aufpassen, was ihr schreibt, es geht, nimmt man sich zu Herzen und so, das war nicht mein Ernst. Ja, da könnte ich jetzt beispielsweise auch sagen, dass es beispielsweise nicht so rübergekommen ist, weil in meinen Augen wärst du die letzte Person, die halt sagen darf, ey, ihr müsst aufpassen, genau, verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, deswegen, und ich dachte, das ist offensichtlich, aber null. Dicker, Marvin Gaye, meine Verlobte, meine besten Freunde, die meinten so, wie, meinst du das jetzt ernst, oder? Wollt ihr mich alle verarschen? Das ist doch, ihr kennt mich doch. Ja, aber man hat es nicht rausgehört. So, dann ist das mein Fehler. Und deswegen muss ich das, weil die Agentur auch meinte, Dicker, nimm bitte dieses Video runter. Und dann habe ich es irgendwann runtergenommen, weil, ja, Fehler, Todesfehler von mir. Gut. Okay. Dann würde es mich interessieren, was du denkst, was ich über dich denke. Was glaubst du, was ich über dich denke von Anfang an? Was glaubst du, was ich über dich denke? Also ich denke... Du hast doch, glaube ich, auch schon das Rosbach-Gesicht oder nicht gesehen, zu das Finale Samuel, also das Szene gegen Maldi oder nicht? Ja, klar. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber ich würd chronologisch anfangen. Ich würde so anfangen, dass wenn du sagst, dass du Rap am Mittwoch seit damals schon verfolgst, würde ich sagen, dann hast du mich auch direkt auf dem Schirm gehabt. Da hast du gesehen, okay, da kommt jetzt jemand, der rasiert, der macht ein gutes BMCL, der macht mal Bonbon-Taggy so. Du hast gesehen, okay, das wird immer größer. Pipapo. Ich weiß nicht, ob du mich vorher schon mal auf Dilti die Veranstaltung gesehen hast, weil in Berlin war ich, wie gesagt, du und deine Lions, Pipapo, bei den kleinsten Events immer am Start, wenn es nicht zu weit ist. Ob wir uns da schon mal gesehen haben, weiß ich nicht. Aber ich denke mir zum Beispiel, dass ich dir als Battle-Rapper zum Beispiel nicht so gut gefallen habe, weil du wahrscheinlich ein bisschen Hip-Hop-affiner bist und nicht so... Ja, vielleicht gefällt dir meine Art nicht so, aber dass du jetzt so ein Cynic-Hater warst oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, ich als Battle-Rapper habe dir vielleicht nicht so gut gefallen. Das könnte ich mir vorstellen. Dann kommt natürlich voll aus dem Nichts meine Augenfolgen. So, wie sieht der aus? Mongo hier, Inzucht da, Neandertal da. Dann, was sollst du von mir denken, außer, Dicker, der Spasti, was macht der da, Alter? Ich stehe da und genieße die Battles, warum beleidigt der mich, Alter? Ist der doof oder was? Dann natürlich, genau wie diese Leute, die zu dir kommen und sagen, hast du schon gesehen, der Cynic hat über dich gelästert, das sind auch dieselben Leute, die zu mir kommen und sagen, der hat dich da erwähnt, der sagt mal da was und egal, wie man damit umgeht. So, ist ja klar, dass das alles komplett negativ ist und ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war, dass ich mir irgendwann dachte, okay, reicht jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Monate das her ist, dass ich mir gedacht habe, okay, das Ding ist durch jetzt. Man muss immer darauf eingehen. Leute haben dann immer noch so geschrieben, guck mal Rosbach. Und ich habe es dann so ignoriert oder gesagt, ja, also nichts mehr gesagt auf jeden Fall. Und nachdem das schon so war, habe ich halt gehört, der Rosbach ist hier auf einem Event in Düsseldorf rumgelaufen und meinte, wenn der Cindy kommt, ich schaue den um. Ist so, okay, gut, jeder, wie er meint. So, und dann, um chronologisch weiterzumachen, kam dieses... Interview mit Tierster. Ich hatte dich geblockt. Ich weiß nicht mehr, warum oder wann, aber ich habe immer einen Grund, jemanden zu blocken. Das ist nicht, weil jemand, keine Ahnung, da muss schon was passieren. So. Ich habe dir ja noch nie geschrieben bei Instagram. Also ich hatte ja nie Kontakt mit dir. Okay, dann war es, vielleicht hast du mich immer auf irgendwas verlinkt oder in Stories erwähnt, weil sonst gibt's keinen Grund. Also ich habe, wenn du nichts gemacht hast, gehe ich ja nicht hin und blockiere dich einfach so. Mach da aus Angst, dass du irgendwie reagieren könntest, voll nicht. Also ich hatte nur einmal einen Clip, dich nur markiert gehabt, mehr nicht, aber es war auch gar kein Schlimmer, es war dein erster Track. So und ja, okay, klar, das war doch Teil des Shitstorms, da habe ich alles, was diesen Track angeht, was nicht ernst gemeint ist, sofort weggeschoben. Ja, gut. Gut, jetzt bist du gespannt, was ich wahrscheinlich über dich zu sagen habe oder nicht. Ja, wenn du so fragst, auf jeden Fall. Ja, ich finde beispielsweise, du hast... Zum Teil das Rap-Game, das Battle-Rap-Game revolutioniert. Guck mal, es fing ja damit schon an gegen, ich weiß nicht, glaube ich, gegen Percy, glaube ich, was für ein heftiger Scheiß, Party ist mein Leben, Bullshit ist deins, bumm, alles gekillt. Dann fing die Area an mit gegen Fresh Polacke, dann fing es an mit gegen die Bonteggi, die zwei riesengroßen Matches. Und dann beispielsweise ging es immer weiter. Ich habe mich immer auf den Samuel Sibilski Cynic Battle, habe ich mich immer gefreut gehabt. So. Er hat immer abgerissen, vor allem es gab halt diesen Charakter noch nicht, dieses ja, Mr. Respektlos. Es ist mega geil. Genauso wie ich ja auch gesagt habe, dass du komplett zu Unrecht das Alpha Royale Finale verloren hast. So. Warte ganz kurz, bevor du weiterredest. Ich weiß nicht, ob du den Chat siehst, aber ganz kurz nochmal Ansage an den Chat. Also es wurden noch nie so viele Nachrichten gelöscht wie heute. Bitte, ich habe euch das vorher gesagt, bitte strafft euch,
Klar sind auch Leute dabei, die jetzt einen Sub geschenkt bekommen haben, die noch nicht hier nicht im Thema drin sind. Aber bitte, bitte, wir diskutieren doch gerade, damit ihr ihm nichts schreiben müsst oder mir was schreiben müsst. So, wir diskutieren miteinander, entweder genießt ihr das oder nicht oder gebt euch das oder nicht. Aber ihr braucht hier nicht der Kasper, jetzt knickt Zinnig ein, jetzt macht der Welle, jetzt ist so, das sind jetzt erfundene Sachen gewesen. Aber ich meine nur, bitte straft euch, ich hab, die, sonst haben die Mods, Alter, die haben auch keinen Bock hier. Ich werbe doch die ganze Zeit damit, dass wir jeden Gast reinholen können und dass sich hier alle benehmen. Deswegen tut mir mal einen Gefallen und macht das. So, wenn ich komme ja auch, ich komme ja auch mit Herz und mit Frieden. Habe ich vorher auch schon gesagt, habe ich vorher auch schon gesagt. Deswegen, genau, macht dir kein Verlaber. Bis jetzt läuft super, aber für meine Verhältnisse sind ja schon wieder zu viele Nachrichten dabei gewesen, die unsere Mods löschen müssen. Deswegen bitte lass das hier normal über die Bühne gehen. Sorry für die Unterbrechung. Kein Problem. Ja, auf jeden Fall, das Alpha Royale Top Tier Takeover Finale hätte ja auch, ja, 2-1, zweite Runde ist debatable. Ja, hätte auf jeden Fall gewinnen müssen. Dann mache ich kurz da komme ich gleich drauf. Hm? Auf jeden Fall, ja, dann fing es ja nur dieses, ah, oh, ja, ich habe das Finale nicht gewonnen, blablabla. Hat man von dir erstmal eine Zeit lang nichts gehört gehabt, so. Außer halt in den Web.de, hier Web-Update, halt die ganzen Sachen. Hm? Und, ja, und dann kam Cynic, mach Auge. Und ich so, nice, okay, nice. So, und dann kam hier Cynic, mein Weg Part 1, mein Weg Part 2. Battle-Analysen, geil. Best of Punchlines, was weiß ich. Coole Videos, habe ich mir gegeben. Und dann finde ich, das finde ich halt einfach traurig. Und du wirst immer größer und immer größer. So, ich gönne dir deinen Hack. Inshallah, hast du irgend bald 5 Millionen Abonnenten. Hast du goldene Schallplatten, bist du der erfolgreichste Twitch-Streamer der Welt. So, sei dir alles gegönnt. So, und ich finde es einfach schade, dass du wurdest einfach größer und größer und größer und hast sozusagen mehr Macht, heißt, was ich ja schon vorhin gesagt habe, du gehst irgendwo hin, sagst, boah, der ist scheiße. Auch wenn du nicht die Intention dafür hast, so, natürlich hast du einfach Leute, die dann einfach rübergehen ins Video und sagen, boah, voll scheiße. Ist genauso wie ein anderer YouTuber irgendwo auf Auge macht oder das bewertet, Leute sagen, ist scheiße. Mhm. Auf jeden Fall, du hast für mich den Status, du gehörst für mich einfach auch in die Battle Rap Hall of Fame. Es ist einfach Fakt. Du bist für mich ein Battle Rap Hall of Famer. Und das Traurige ist einfach, dass es einfach einen bitteren Nachgeschmack hat, nachdem du einfach so negativ warst und gefühlt Hate überall gespreadet hast. Verstehst du, was ich meine? Du hast in dem, ich glaube, ich in deinem drittletzten Video, auch bei dieser Frauen-Battle-Rap-Liga, hast du mal gelächelt, warst du mal sympathischer, hat dir tausendmal besser gestanden. Du hättest mit 120, 130.000 Abonnenten, ich weiß nicht, was du dir vorstellen hättest können, aber du hättest eine eigene Liga aufmachen können. Du hättest so viel Gutes für Battle-Rap machen können. Nimion hat dich damals im Freestyle besiegt und saß wie so ein großer, großer Lehrer. Boah, guck mal, Leute, Newcomer hierhin. Können richtig gestandene Legenden battlen. Ja. So. Und deswegen ist es macht mich traurig. Wo widerspricht sich das? Inwiefern? Wo widerspricht sich das, wenn ich sage, ein Crack the Corner ist lächerlich schlecht und sage aber Nimion, der mich im Freestyle schlägt, Newcomer müssen wiederkommen? Es ist gar nicht widersprüchlich. Es ist ja auch komplett objektiv deine Meinung, wenn du irgendwas bewertest. Es geht einfach nur ums Außerhalb. Verstehst du, was ich meine? Dieses auf Leute ranzoomen, auf Publikum. Ja, der ist hässlich. Das Format heißt Cynic macht Auge und nicht Cynic spreading love. Ich bin nicht dafür da. Meine Mission ist nicht, mit 10 Battle-Rap-Geboten den Berg runterzukommen und sagen, ich führe euch jetzt alle ins gelobte Land. Let's make Battle-Rap great again. Sondern es ist meine Handschrift, mein Stempel, den ich auch irgendwo aufdrücke. Und ich habe das ja nicht umsonst macht Auge genannt. Das ist negativ angehaucht. Das habe ich ja im Tierster-Interview auch schon gesagt. Und natürlich gefällt das nicht allen. Du musst halt diesen Humor, du musst diese Art irgendwie teilen. Und wenn du dafür nicht zu haben bist, dann bist du dafür halt nicht zu haben. Und das ist ja gut, dass jemand wie du jetzt zum Beispiel ein komplett objektives Ding macht, mit deinem Rossbach-Gesicht oder nicht. So, wo dann halt nicht der Schirmherr des Ganzen, sage ich jetzt mal, so eine negative Note hat. Aber ich mache das ja, also immer noch, seziere ich Battles und ich habe mich noch nie hingestellt und gesagt, der ist schlecht, weil der schlecht ist. Sondern ich habe gesagt, das ist gut, weil so und so, der ist eher nicht so gut, weil so und so. Ich glaube, der sollte vielleicht nicht mehr so viele Battles machen, weil das so und so ist. Immer meine Meinung und nie einfach grundlos irgendwie, Fresse gefällt mir nicht, weg. Der hat den Freestyle verkackt, hör auf damit. Digga, zum Beispiel Notice, zum Beispiel, bestes Beispiel. Wie viele Lines habe ich auch außerhalb von Battles gegen Notice gebracht, ne? Steckdosennase, Segelohr, pipapo, kein gutes Haar. Der kommt zu mir und sagt, ey, ohne Spaß,
Dank dir für Dingsbums. Weil, wenn ich mich aufs Battle-Rap-Spezifische beziehe, dann ist das meine Meinung und ich bin nun mal Experte und ich kann sagen, ob jemand freestylen kann, ob jemand ein guter A Cappella Battle Rapper ist oder nicht, immer noch mein Geschmack, aber ich kann das schon im Großen und Ganzen sagen. Und wenn ich der Meinung bin, jemand nimmt das nicht ernst, dann schieße ich auch mal über das Ziel hinaus. Bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn sich da irgendjemand hinstellt, der wahrscheinlich gar keine Lust hat zu battlen und das vielleicht ins Lächerliche ziehen will, dass man auf jeden Fall kein gutes Wort über solche Leute verliert. Ist auch gar kein Problem. Nur du verstehst, was ich meine. Diese ja. Objektivität. Es geht einfach darum, dass du kannst ja zu einem sagen, guck mal, der sieht lustig aus, der ist da. Aber über einen Zeitraum von über einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, und es hat nicht aufgehört. Ich habe nicht wie andere Leute dir geschrieben, hey, hör mal bitte auf, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass du, okay, er hat gegen mich geschossen, okay, er hat seine Wut gegen mir rausgelassen, okay, er hat gegen mich geschossen, ich habe nichts gemacht, ich bleib ruhig so. Und es hat ja einfach nicht aufgehört. Wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, ich glaube, es wird eh nicht aufhören. Du hast doch gar nichts gesagt. Ich habe von mir aus selber das Gefühl gehabt, okay, ich muss mehr darauf eingehen. Das ist aber schon jetzt, keine Ahnung, locker 2-3 Monate her, bevor du irgendwas gesagt hast. Ja, also das letzte Stream, also ist auch, glaube ich, nicht so lange her mit Kato gegen Anu, wo du dann wieder gesagt hast, oh komm, hau ab, geh. Vor allem dieses, du kannst ja sagen, okay, meine Fresse, boah, der macht wieder ganz Sounds, boah, die sind scheiße, die feiere ich nicht. Aber du kannst doch nicht sagen, hau ab von Battle-Rap-Events, aber das wir kommen nie wieder auf Live-Events. Warum sag... Ja, das müsste ich nochmal gucken. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, das habe ich nie gesagt, weil es kann wirklich sein. Und ich skripte ja hier nichts, ich schreibe mir nichts auf. Das ist ja alles, ich rede hier frei, das ist Freestyle, ich rante da. So, und es ist natürlich immer auch alles, was heißt alles nicht, aber viele Sachen sind natürlich auch, wir befinden uns im Battle-Rap-Kosmos. So, und ich irgendwie, ich weiß nicht, Alter, es kann da irgendwie nicht sein, dass im Battle-Rap-Kosmos selber von Experten, von Fans, die sich in den Vordergrund stellen, von Battle-Rappern. So, du stellst dich hin, eine Kamera läuft, Leute beleidigen sich. So, als Battle-Rapper darfst du zum Beispiel schon mal zu gar nichts irgendwas sagen. Dass mich überhaupt ein Battle-Rapper anschreibt und sagt, ey Dicker, was sagst du da über mich, ist ein Witz. Weil die stellen sich vor ganz Deutschland, da kommt eine Kamera, aber wenn dann einer mit ein bisschen Reichweite so die Lupe auf die Wackness macht, so, dann ist so, nimm bitte nicht meinen Namen im Mund. Du weißt selber, du bist ja nicht der Einzige. Es gibt Leute, die stehen im Publikum und die wollen da gerne auffallen. So, die sind im Spotlight. So, und wenn du dann nochmal richtig Spotlight bekommst, aber negativ, dann ist dann so, ey, klar, ich verstehe das auch mit diesem menschlich, aber ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen zu, feinfühlig, was dieses Battle-Rap-Ding angeht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt verständlich war, was ich gerade gesagt habe. Doch, ich verstehe, was du meinst. Von wegen, ja, ich mache jetzt ein Battle und Cynic macht Auge auf mein Battle und er sagt, boah, mein Battle war scheiße und nicht, oder er dann so sozusagen was sagt über mein Battle und ich dich dann anschreiben würde, boah, wie kannst du das sagen? So, das ist, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir, weil dann muss ich mich nicht vor die Kamera stellen. Ja. So, und es geht einfach, was zwischen uns ist, so, ist einfach dieses außerhalb vom Battle, ich habe mit dem Battle gerade nichts zu tun. Von mir aus stelle ich mich auch in die 15. Reihe. Vor allem, du hast mich einfach komplett ins falsche Licht gestellt. Ein Bowling G, ein Grammos. So, wer ist der Erste auf Battle-Rap-Events, der sagt, du kannst nicht sehen, geh zweite Reihe. Du kannst nicht sehen, geh dritte Reihe. Du willst was trinken? Worauf beziehst du dich aufs Battle gegen die beiden oder was? Nein, einfach, es geht einfach darum, dass Leute schreiben, boah, der Rosbach ist ja eigentlich voll der sympathische Kerl, der ist ja eigentlich voll nett. Boah, durch Cynic hatte ich voll den Eindruck, der ist voll der schlechte Mensch. So. Ja, ich habe niemals gesagt, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich habe niemals gesagt, dass du unsympathisch bist oder keine, sondern... Einfach nur mal, ja, wir drehen uns. Ja, der stört das Battle, der will sich in den Vordergrund stellen, der will sich auch wichtig tun. Von mir aus habe ich ja gerade gesagt, ich stelle mich in die 15. Reihe. Ich sag's immer noch wie Nidal, so erste Reihe, ich bin da, um die Schemes, die Patterns, um die Reime zu verstehen. Ja. Ich bin einfach ein Battle-Rap-Freak und ich habe Battle-Rap mehr im kleinen C, als manche im ganzen Körper haben. Verstehst du das, was ich meine, Samuel? Ja. Battle-Rap ist bei mir Kosmos, so, und ich verfolge Battle-Rap schon Ewigkeiten. Und Leute, die einfach, das ist halt das Traurige, Leute schreiben mir, Rosbach ein schlechter Mensch. Ich beispielsweise, du hast nichts zu essen, nimm hier. Ich zieh ihm die Jacke an. Worüber reden wir? Wir reden hier über Geistesbehinderte, die da was hören und da was weitertragen und scheiß Kommentare schreiben. So. Das ist traurig, dass es sowas gibt.
So, aber ich kann jetzt nicht jeden Spasti an die Hand nehmen und sagen, bevor ihr das Video zu Ende guckt, so und so macht das bitte. Auf jeden Ist halt Fall schwierig. bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Es gibt natürlich auch Leute, selbst von dir, die auch, sorry, aber ist so, die auch noch Gehirn haben und noch eine eigene Meinung sich bilden können und sich halt nicht einfach blind folgen lassen. Verstehst du, was ich Ja, meine, ne? So. natürlich. Und spricht auch gar nicht zum Teil manchmal gegen dich, nur es geht einfach darum, dass du einfach, ich glaube, dir ist einfach manchmal nicht bewusst, was du für eine Macht hast. Und es geht einfach darum, dass dir es auf jeden Fall besser stehen würde, wenn, natürlich kannst du deine Jokes machen, etc. pp. Aber über einen längeren Zeitraum so viele Leute auf einen zu hetzen, das geht einfach nicht. Ich könnte noch, du hast ja, das Ich fand finde ich auch ich cool, find du hast das ja nicht in meine deinem Hetze, ich finde Twitch. das wirklich nicht meine Hetze, ne? Ich finde das wirklich, ich sehe das, also wenn, ich habe ja schon mal gesagt, so wenn Leute irgendwas über mich sagen oder so, ich versuche mich davon fernzuhalten, so ich habe meine Plattform, ich sage selber meine Sachen, aber wenn Leute über mich was sagen, versuche ich so wegzudrängen, es sei denn, es ist so, ich setze mich jetzt mit dir hin oder ich gehe in Battle, so mehr Konfrontation als in einem Battle geht halt nicht. Aber ich finde irgendwie ist das, ich finde irgendwie ist es was anderes, weil ich bin so. Ich mache meine Comedy, mein Battle Rap, mein Augeformat, meine Texte, die ich schreibe, alles, was ich mache, ich bin so. Und ich will das nicht. Mein Anliegen ist nicht, Battle Rap riesengroß zu machen und wie kann ich das am besten, sondern ich will, dass Leute Experten sind, Ahnung haben von der Materie und aber auch wissen, wie man sich meiner Meinung nach, ist ja erst nicht, dass es ein Gebot ist, aber zu verhalten hat, was Usus ist, was ist kein Usus, was ist gut, was ist schlecht. Das sind meine Meinungen und viele übernehmen das, weil ich halt wirklich auch einfach safe des Todes Ahnung habe von der ganzen Scheiße. Und es gibt halt Leute, die sind halt nicht so negativ angehaucht, denen ist das halt ein Dorn im Auge. Kann ich auch nachvollziehen. Aber da macht, wie gesagt, du machst jetzt so ein Format, du machst ein super objektives Format, das ist, da fallen keine bösen Worte, das ist, so, das ist ja Warum alles in auch? Ich, Ordnung. vor allen Dingen, ich würde mich niemals auf. Jetzt hat, ich würde mich, ich würde mich niemals. Ich, vor allen Dingen, ich hätte doch gar keinen Bock, irgendwas zu pausieren und um jemanden. Vor allen Dingen, ich kenne die Person ja gar nicht. Wenn ich sage, okay, ey, guck mal, der Goyner, ey, der hat ja gerade voll die komische Hose an oder was hat der Ja, da wieder das für einen sind Pullover an? Den Punchlines, kenn Mann. ich ja, hab ich ja Bezug zu ihm. Verstehst du, was ich Ja. meine? Aber eine random Person, mit der man nicht ein einziges Wort gesprochen hat, so, da würde Ja. ich niemals irgendwas Schlechtes drüber sagen. Niemals. Ja, Ehrlich, sie. niemals. Und ich verstehe es auch einfach nicht. Und, dann kommen wir beispielsweise zu einer Sache, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das finde ich halt auch traurig. Da steckt auch jede Menge Arbeit drin, so, Wack am Mittwoch TV, dieses Okay, ich hab dir, ich guck mal, 90-Minuten-Video. ich wollte das extra vorher nicht. Hast du das Interview mit Tierstar gesehen? Nicht ganz, nur ein paar Schnipsel. Okay, dann wiederhole ich mich nochmal. Das, was irgend Hinz und Kunz macht, Kuchen TV, wie sie alle heißen, wenn jemand ein Video macht, wo der meint, Leuten zu erklären, ich bin ein Spasti, dann kann der das gerne machen, aber ich argumentiere doch nicht gegen jemanden, wo ich nicht mal, also der, oder wo ich nicht mal weiß, wer das ist, oder gegen eine Wand oder was soll das? Mach das so wie du. Komm in Stream und da kannst du mir alles sagen. Aber halt doch meinen Kanal von solchen Sachen ganz klar fern. Ich lass mich doch nicht denunzieren von irgendwelchen Leuten. Was um meinen Kosmos rum passiert, können die ja machen, was sie wollen. Aber ich muss mich doch nicht hinsetzen und über irgendwelche Leute reden, die der Meinung sind, die kennen mich. Wo kommen wir denn dahin, Alter? Nie im Leben, Alter. Deswegen alles, was damit zu tun hat, sofort weg, sofort raus. Aber es war ja nicht einfach, es war ja nicht stumpf gemacht, es Ich war ja gucke auch mir sowas nicht verprügelt. an. Meinst du, ich setze mich hin und sehe Kuchen TV, Gotteswahn? Meinst du, ich gucke mir an, wieso jemand 20 Minuten über mich redet? Dein Ernst oder was? Egal, was jemand macht. Guck mal, wenn jemand der Meinung ist, der muss sich zu Hause hinsetzen und sich Mühe geben, um anderen Leuten klarzumachen, dass ich ein Spasti bin, da kann der nach Hause, das ist das Schlimmste, was ich machen kann, ist doch, dem noch Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn du selber Kunst machst, wenn du selber ein Battle-Rapper bist, wenn du selber irgendwas kannst, so, ich höre mir gerne an, was du zu sagen hast. Aber wie arm ist der Move? Du machst selber nichts, aber suchst dir jemanden aus und gibst dir Mühe und versuchst, den zu denunzieren. Und dann Das soll hast du ich ja mit mich mir auch da soll ich gemacht. mich mit Genau beschäftigen? das hast du mit mir auch Nein, habe gemacht. ich nicht. Doch. Nein. Du hast mich ausgesucht und hast die ganze Zeit Ich hab doch kein Video, ich setze mich doch nicht zu Hause hin und denke mir, okay, heute mache ich das. Dicke, an jedem Battle ist dein Gesicht zu sehen. Da kommt hier ein Spruch, da ein Spruch.
So, dann kommt von dir was, dann denke ich mir, okay, der hat jetzt ein Battle draußen, nice. Nehme ich 5, 6, 7 Minuten aus dem Battle. Aber ich setze mich doch nicht hin und du weißt nicht, wer ich bin und da mache ich irgendein scheiß Video über dich. Und erwarte dann, und erwarte dann noch von dir, dass du dich dazu äußerst, bitte. Jetzt sag doch mal was, sag doch mal was dazu. Gar nichts. Machen wir ja hier. Ja, machen wir hier. Das ist ja auch, so soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein. So macht man das. Und nicht sich zu Hause hinsetzen, Sachen zusammenschnibbeln oder sich vor eine Kamera stellen, irgendwas erzählen und irgendein Bild versuchen zu malen. Ist ja alles in Ordnung. Aber keiner kann von mir erwarten, dass ich mich dazu äußere. Zu so einem behinderten Move. Lächerlich, Alter. Niemals. Keine Silbe. Da kann jemand Dingsbums, da kann jemand Titanic-Länge das geilste Video über mich machen. Niemals. Wenn der kommt und Titanic-Interview mit mir macht, bin ich am Start. Sag mir 3,5 Stunden, was du mir zu sagen hast. Ich setze mich für den hin, ich höre mir das an, da können wir diskutieren. Aber nicht Werk hinklatschen und dann erwarten, dass ich mich dazu äußere. Safe, nein. Wie stehst du denn dazu, dass das halt gesperrt worden ist, mehrere Male? Habe ich tausendmal gesagt. Video war online, Video wird gesperrt. Habt unterkommentiert, ich habe es nicht sperren lassen. Keine Ahnung, wer es gemacht hat, ist mir auch egal, ich weiß nicht. Habe ich schon tausendmal gesagt. Hab nichts sperren lassen. KuchenTV hat ein Video gemacht, Cynic im Gotteswahn ist bis heute noch online. Nicht sperren lassen. So, das aber, Einzige... Aber die Frage ist, warum hast du denn nicht mal darauf reagiert und da mal deine Meinung... Ich reagiere auf nichts. Wenn jemand ein Video macht oder sich Mühe macht, um mich zu runterzumachen, dann reagiere ich doch nicht darauf. Wenn du das, ich stell mich, guck mal, ich mache die höchste Form dieser Konfrontation mache ich. Ich stell mich in Battle und jemand ist gegenüber und ich muss 3x5 Minuten das Maul halten und der kann alles über mich sagen, was der will. So, das mache ich. Aber reagier mal bitte auf das, was der über dich gesagt hat oder was der gemacht hat. Lächerlich ist das. Ich bin Battle-Rapper, ich bin nicht einer von denen, Mimi hat wieder mit Leon Mascher und Kuchen macht über die Reaktion von dem über den. Ich gehöre nicht zu diesem Zirkus. Ich mach das live. Schwieriger geht's nicht, ich mach das live. So, und wenn die Person, die meint, der muss ein Video über den machen, so dann, worüber reden wir hier, Alter? Ich muss mich mit sowas gar nicht beschäftigen. Okay. Ich sperre gar nichts. Ich halte nur alles von meinem Ding weg. So. Okay. Und das gilt dann auch für dich. Nicht, dass ich dich weghalte, aber wenn du jetzt ankommst und sagst, KuchenTV, reagier mal darauf oder sag mal hier was dazu. Nein. Aber was wir beide zu Kamellen haben, gerne. Ja, sehr nice. Ja. Aber du machst ja beispielsweise auch ein komplettes Video gegen Native und packst natürlich auch eine Vorgeschichte. Vorgeschichten, die ich auch natürlich auch kenne. Und du sagst, hast Native gesagt, er soll bitte dieses Cynic macht Auge von seinem ist doch nur Quack-Kanal runternehmen, wegen deinem Name. Ja. Er sagt aber, dass es nicht stimmt, dass du ihn noch nie darauf angesprochen hast, dass du es runternimmst. Doch, ich hab dir eine Mail geschickt, doch. Also okay. Ich habe geguckt, was unter diesem YouTube-Dings drunter steht und ich habe den auch, einmal habe ich es, glaube ich, gemacht nach dem Motto, Dicker, du benutzt einfach meinen Namen, mein Material, auch wenn es nicht viele Views sind, sind die meisten Views, die du gemacht hast, man macht sowas nicht, Alter. So, aber dann auch nichts sperren lassen, gar nichts, kam keine Antwort, das war's. Ja. Gut, kann ich mich jetzt auch nicht 1000% ne, entscheiden, so, es sind halt zwei Fronten, ich bin halt neutral, was das angeht, so, ne, ich kann nur sagen, was ich gehört habe, aber dann halt auch Beispielsachen wie Stories, wie halt so Sachen wie, es kann dir ja im Grunde beispielsweise egal sein, ob jemand 10 Jahre, 15 Jahre, 25 Jahre, 50 Jahre im Battle Rap Game ist und selber noch nichts gerissen hat und dann beispielsweise ins Backstage gehen und versuchen, denjenigen live ohne Kameras irgendwie beispielsweise niederzumachen. So, ich versteh deine Intention nicht, zu sagen oder diesen Hass zu schreuen, ey, bitte hör doch auf, bitte geh doch weg. Ist es doch Grunde, guck mal, wenn du Battle Rap liebst, ne, dann ist es doch egal, ob jemand wack ist. Wenn er sich da hinstellt und seine Augen leuchten so und er hat einfach Bock und Spaß an der Freude, dann ist es doch das Geilste, was es gibt. Du müsstest doch eigentlich sagen, ey, yo, Battle Rap, natürlich ist es in deiner Sicht und in mancher Sicht, ey, guck mal, ne, wack. Ist ja auch völlig objektiv. Aber man kann doch jemanden sagen, nur weil er beispielsweise schlecht Fußball spielt, kannst du dem Jungen doch nicht sagen, ey, yo, du darfst nie wieder Fußball spielen.
du gehörst nicht an den Ball. Du bist objektiv, du bist scheiße. Okay, völlig legitim. Vielleicht bist du Okay, nicht der aber beste Stürmer. das Beispiel wäre akkurater, wenn du wirklich einen Bolzplatz hast, wo 10 Leute spielen können, da kommt einer an und der hat eine zwei linke Beine und macht da aber immer wieder mit. Irgendwann denkst du so, ey, es ist doch mal, kann dir doch auch keinen Spaß machen. Aber es kann ja im Grunde dir als Mensch doch völlig egal sein, ob. Es geht doch um Leidenschaft. Es geht doch einfach Safe. um Ey, Liebe. mir kann voll viel egal sein, ist es aber nicht. Mein Kopf tickt halt anders und ich habe das auch nicht, ich bin da einfach reingegangen und habe gesagt, Native, blablabla, sondern ich bin hin und meinte so, ganz ruhig, meinte so, guck mal, ich hab mal eine Frage. Darf ich dir ganz kurz eine Frage stellen? Immer Warum doch. kommt, nee, ich meine, das habe ich zu Native gesagt. Ach so, ja. Genau, ich sag zum Native so, guck mal, ich habe nur eine Frage an dich. Wie macht dir das eigentlich Spaß? So, klar macht mir das Spaß, aber du verlierst doch immer. So, dann soll ich es immer weiter. Klar kann mir das egal sein, safe. Aber mein Kopf tickt halt anders und bin nicht da rein, hab gerantet, sondern ich hab den gefragt, ganz ruhig angefangen, ich habe ganz normale Fragen gestellt und Native ist, wie er ist und natürlich hört er deswegen nicht auf. Es gibt jetzt jemanden im Battle Rap Zirkus, der feiert Native nicht. Der findet den wack und der findet das komisch, dass der nach 15 Jahren der Erfolgslosigkeit das immer noch macht. So, dann ist doch, ja, das. Meine Fresse, Alter. Und das Problem ist jetzt wo? So, Native macht dann irgendwas in Battles gegen mich, was soll ich dir sagen, Alter? Ja, es ging ja auch in dem Backstage darum, dass du ja eigentlich dann gegen ihn 4 Zeilen A Cappella Freestyle machen solltest, aber hast es halt nicht gemacht. Die Frage ist, du bist doch ein Ja, stabiler Typ auf jeden Fall. Angst. Warum denn nicht? Ja, Angst oder Angst. Angst, dass Native mich im Freestyle kaputt macht. Weiß ich nicht, deswegen frage ich dich ja einfach nur. Ich. Ja, aber kennst du das nicht? Du bist einfach in der Runde und jemand sagt, mach mal jetzt und das ist aber gar nicht so der. So, und dann sucht jetzt jemand ein Beat raus und aus einer Diskussion wird auf einmal so ein. Wenn man irgendwo, wenn das ist doch viel, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgegangen wäre nach der Nummer, Native ist gerade draußen am Freestyle, der ist am Freestyle und sagt so, okay, Cynic, was ist jetzt? Und dann, als ob ich dann so vorbeilaufe und sage, meh. So, Ja, aber ihr seid in einem Raum, wo Freestyle-Situationen ihr sagt, entstehen doch. und er sagt, viermal, komm, wir machen 4x4 Zeilen A Cappella Freestyle Battle Rap. Eigentlich müsstest du ihn doch, wenn du sagst, guck mal, hör auf, du bist seit 15 Jahren dabei, du bist übelst scheiße, dann müsstest du eigentlich sagen, ey, wenn ich irgendwo bin, okay, let's go, dann müsstest du doch eigentlich sagen, ja klar, let's go, komm, ich zerstöre dich hier vor allen 15, 20 Leuten, warum hast du dann nicht gefreestylt? Na, das habe ich nicht gefühlt, ey. Weiß auch nicht. Habe ich nicht gefühlt. Also es ist ja safe, dass ich jetzt nicht gedacht habe, scheiße, Alter, wenn du mich jetzt bummst, dann. Ich habe es nicht gefühlt. Ich weiß auch Gut, nicht mehr. ist auch vielleicht eine ehrliche Aussage, so wenn du sagst, ey, yo, es hat mich nicht, es hat mich, ich hätte Angst gehabt, so wenn er jetzt noch gut Ach im Quatsch, Freestyle drin Alter. gewesen Wir wäre. kennen den doch. Nenn mir mal einen Freestyle von Native, wo jemand war so, hoho, crazy. Ja, nicht unbedingt crazy, aber es Ja, gibt gar nicht. beispielsweise BRB, wo er gegen Kato auf jeden Fall hätte weiterkommen müssen. Also Native, wenn er on fire ist, so sage ich mal, ist er halt nicht schlecht im Freestyle auf Okay. jeden Fall. Er kann gefährlich werden, meiner Meinung nach. Und Okay. deswegen habe ich es halt nicht verstanden, warum du ihn Ja. gegen ihn Backstage nicht gefreestylt hast. So, Okay. das. Ja, ist ein valider Punkt auf jeden Fall. Wenn Native zukommt, nächstes Mal machen wir das. Sehr gut. Sehr gut. Aber ist auch jetzt auch eher privates Stuff und ich finde, das gehört, sollte jetzt auch noch weiter die Thematik nicht ins Stream. Ja. Weil ich könnte die noch weiter ausschweifen, aber es gehört jetzt nicht hin, weil so bin ich nicht. Dann, ja genau, dann habe ich noch was. Du hast zu Unrecht das Alpha Royale Turnier verloren. Mit, ja, ist auch egal, mit welchem Ergebnis. Und dann war das Breakthrough 2, müsste das, glaube ich, gewesen sein, von Diljili. Und das war Nemion gegen Dries. Und dann kam dein Judging und du hast gesagt, ey yo, eigentlich würde ich hier Nemion als Sieger sehen. Nemion war für mich besser an dem Tag, aber ich sehe Dries mehr Potenzial im Turnierverlauf, also gebe ich es an Dries. Ja. Es ist ja eigentlich widersprüchlich, man kann ja auch Überhaupt sagen, nicht, dass. überhaupt nicht. Da sagt man, ich sehe mehr Potenzial auf Beats und da sage ich mehr Potenzial als A Cappella Battle Rapper. So zwei Paar Schuhe. Ja, aber wenn Nemion an dem Tag besser war, dann hat er für mich in dem Sinne gerade das Battle geholt. Ja, das war Du jetzt kannst wahrscheinlich, dann. das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so, dass, wenn es 50-50 stand und ich das dann gesagt habe, so wie ich es wahrscheinlich erklärt habe, dann ist das für mich ein Punkt. Also Also du hast. wenn ich sage, die sind beide auf Augenhöhe, ich kann nicht genau sagen, wer von beiden jetzt klar gewonnen hat, aber da ich im Verlauf des Turniers A Cappella Rap-mäßig bei dem mehr Potenzial sehe, ist der für mich weiter.
Hat ja nichts damit zu tun, wenn man sagt, Mighty kommt, kann auf Beats besser rappen, deswegen gewinnt er das Finale. Ja, du hast ja bei dem Judging gesagt gehabt, ja, ich fand Nimion besser, aber ich lasse Dries weiter, weil ich mehr Potenzial im Turnierverlauf sehe. Deswegen fand ich es halt nur komisch, weil du sagtest, ich fand es Nimion besser, aber lässt dann Dries weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja, ob ich das so gesagt habe, weiß ich nicht mehr, Alter. Ich rede so viel, ich weiß das nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall, ich verstehe, was du sagen willst, aber für mich ist das halt so, Nimion wird nicht so krass besser gewesen sein, dass dieses Potenzial von Dingsbums, was A Cappella-Rap angeht, bei Dies, was ich da gesehen habe, dass das jetzt, dass halt, Nimion war jetzt nicht irgendwie wahrscheinlich 2-1 in Runden vorne, aber weil ich da immer Potenzial sehe, drehe ich das ganze Ding um, sondern wahrscheinlich war es sowas wie auf Augenhöhe, aber weil ich denke, dass der noch krasser abreißen kann und ich auch weiß, dass das glaube ich nicht Nimions erstes auch war, habe ich es halt nee, so Nimion dann, hatte schon ein paar Battles. Genau, habe ich es dann halt Andries gegeben, ja. Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte, ne? Das ist halt ja, natürlich, aber der Riesenunterschied ist halt Potenzial, Album machen, A Cappella Battle. Ja, klar. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt beispielsweise, habe ich auch schon beim Finale gesagt, so ganz klar, rapmäßig brauchen wir uns darüber gar nicht unterhalten. So, dann wird es einfach, sorry, aber 5-0 an Mighty gehen. Es ist einfach Fakt. Ja. So, wenn es um Rap geht, natürlich Mighty. Aber beispielsweise, es geht ja gerade um den Faktor Battle Rap. Und es geht. Ja, du weißt, dass ich mich da selber drüber aufrege, dass du da komplett um den Sieg betrogen worden bist. Mhm. Es geht ja, dass die Leute nicht sehen, es geht ja um die Thematik. Es geht ja nicht um einen Rap-Contest. Hätten die einen Rap-Contest veranstaltet, so dann wärst du vielleicht gar nicht dabei gewesen oder eine Vorrunde rausgeflogen, was weiß ich. Aber dann muss man einen Rap-Contest machen und keinen Battle-Rap-Contest. Und deswegen ja. War ich halt ein bisschen enttäuscht von dem Judging. Du weißt ja, ich bin ja so ein kleiner Pro-Judge-Typ. So. Ich judge da übelst gerne. So. Ich finde es immer ganz geil, woran man das. Deswegen, ich mag auch Unjudged. Was hältst du denn von Unjudged. Gehen wir jetzt mal auf einen neutralen Boden. Nö, ich bin Judged-Fan seit Tag 1 auf jeden Fall. Unjudged, wenn der Gegner es unbedingt will, macht man es halt, aber also ich, dass ich sage, Battle mit mir ist Unjudged, so, ne. Also wenn, dann war es immer wegen dem Gegner. Allgemein jetzt nicht nur auf dich bezogen, was hältst du von Unjudged Battles, wenn du jetzt beispielsweise einen Obscure gegen Mars B hast? Und ich kann den Punkt verstehen, aber ich finde es kacke. Ich will einen Gewinner sehen. Ich kann auch den Punkt verstehen, weil es halt schon so viel schlimme Judgings gab, auch gerade dieses Pilz-Nidal-Ding oder keine Ahnung was. Es passieren schlechte Judgings, aber wenn man auch jede besoffene Nase irgendwie, wie der Chief das immer vor seinen Events macht, rumläuft und dann 3-4 Stunden vorher fragt, ey, yo, hast du Bock, so ein Battle wegzujudgen? Ja, und dann sieben Vodka Bull später kann er das natürlich nicht mehr judgen, aber wird trotzdem nach vorne gebeten. So. Ja. Deswegen. Da bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall. So ein No Hate. Ich möchte keine persönlichen Leute angreifen, aber so hast du dann so in Frankfurt irgendwie so einen Beat-Producer, der gefühlt mehr als nur 7 Wodka E drin hat. Ja. Und dann, ja, erste Runde dich besser, zweite Runde dich besser, dritte dich besser, du gewinnst. Ja, oder was auch, ist das? Digga, auch Written Battles Germany. So, du kannst, ich finde, man, wenn du selber nicht gebattelt hast, mal, ist schwierig, dass du dann Battle judgen kannst. Ey. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Mhm. Ja, also ich bin, wie gesagt, auch komplett für pro-judged. Und das ist halt auch das, guck mal, das ist halt auch das, was mich halt verletzt, was dadurch ausgelöst worden ist, sozusagen dein Auge machen auf mich. Ich habe ja mal mich hingesetzt mit einem guten Protti so und habe mal eine Dig and Deeper-Folge gemacht über Judging, haben uns da locker flockig, ich glaube, über eine Stunde unterhalten, so was mit pro-judged und was falsch gejudged worden ist, was man hier bedenken muss, etc. pp. Und da stehen so viele, muss man draufgehen auf dieses Dig and Deeper mit mir und Protti, was da für Kommentare drunter stehen, das ist halt einfach, ich meine, mir soll es egal sein. Mir sagt keiner was face-to-face, weißt du, was ich meine? Es juckt mich nicht. Aber es ist halt einfach schade, dass halt einfach Leute, die einfach sich gar nicht das Video anschauen, einfach bevor irgendwas runtertippen, ja, voll der Hurensohn, voll der Bastard, ja. Der hat keine Ahnung, der soll sich verpissen. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt das Traurige, verstehst du, was ich meine? Und beispielsweise Protti sagt auch, so, ich bin einfach, wie du sagtest, so, ich bin komplett pro-judged, ich verstehe nicht, wie man sich natürlich, wie ich auch im Interview gesagt habe, so, ich kann unjudged verstehen, wenn... Mein erstes Battle war ja auch unjudged. Nach einer Woche, kurz vor Battle, hat ein Team abgesagt. Wir mussten umschreiben, hatten nur 2-3 Tage Zeit. Wir haben uns auf 2 Runden geeinigt. So, dann wegen den Umständen her, okay, wir machen es unjudged. Das ist ja auch dann völlig legitim. Aber wenn ich dann so beispielsweise ein Cynic gegen Mighty oder ein Wobscure gegen Brian Damage
oder ein Mars B gegen Jarambo habe auf dem Event und dann der Chief vorher ankommt und sagt, ey, yo, Leute, das Battle ist unjudged. Hm. Wie empfindest du denn dann? Also ich denke mir dann so ganz ehrlich, dann kann ich auch nach Hause gehen. So, ich finde alles, für ja, mich, wie gesagt, wir drehen uns, Alter, das ist alles, ich finde, jedes unjudged macht keinen Sinn, wenn ich irgendwie so eine Titelambition oder wenn es andere Sprache ist oder so, da muss man nicht, aber sonst, alles muss judged sein, normalerweise. Ja, da bin ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Ja. Safe. Also vor allem, mir fehlt auch persönlich der Reiz, ein Battle zu gucken, wenn ich weiß, dass es unjudged ist. Es reizt, es, ja, es nimmt Battles einfach den Reiz. Battles sind schon auch so gut, aber es fehlt auf jeden Fall was, hast recht, ja. Ja, weil ich finde, es sollte immer, es ist ja wie ein Fußballspiel. Was nützt dir das, wenn jetzt Deutschland gegen Argentinien spielt, Finale, und es wird eh keinen Gewinner geben? So, es ist ja, beide sind jetzt die Gewinner der Herzen. Dann brauche ich mir auch nicht mit Leidenschaft angucken. So, das ist meine Meinung. Natürlich feiere ich es dann noch, dass man da was sehen kann, um Gottes Willen. Aber ja, also unjudged in für mich komplett ein bisschen Feuer aus den ganzen Battles. Ja, das stimmt. Hast du sonst noch was auf deiner Liste? Hast du noch Fragen zu mir? Hast du vielleicht ein anderes Bild von mir? Also ich kann dir immer nur erklären, so ich feiere, wie ich feiere. Und wenn ein Haymaker kommt, genauso wie beispielsweise Proton gegen Wobscure, Memory Card Online, in der Weekend Day 2, in Weekend 2, Day 1, Bochum. Mhm. Und Wobscure kommt da mit Filmbar-Referenzen und hast du nicht gesehen und alle wow, und rasten aus und werfen ihre Käppi fast in den Kreis und ich stehe da und mache, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. So, dann sag ich gar nichts. Und es gibt viele Leute auch in der Crowd und viele Leute, die sagen, ich bin ein wichtiger Teil der Crowd, wenn die Leute manchmal eingeschlafen sind. Wie oft sehe ich oder ohne ich, vor allen Dingen, wenn ich in der Crowd stehe, ich denke gar nicht an Kameras. Ich stelle mich von mir aus auch in die fünfte Reihe, aber ich stelle mich gerne nach vorne, um alles zu verstehen, um alles zu hören, jede Lines, mich selber eventuell zu verbessern, neue Reime zu finden, im Freestyle mich zu verbessern, immer mit Herz und Leidenschaft dabei zu sein. Und wenn dann die Crowd ausrastet und manchmal auch Lines nicht versteht, bin ich manchmal sogar eventuell, ist es mir persönlich egal. Dann bin ich halt der Einzige, der einmal seine Finger hebt. Aber es ist genauso wie bei Wobscure. Er macht eine Filmbar-Referenz. Der Iceman aus Ice World mit dem Ice Blizzard ersticht dich mit dem Eispickel und keine Ahnung. Und also rasten aus und ich verstehe es nicht. Ja. Und von daher möchte ich halt einfach hier in dem Stream nochmal einfach klarstellen, so, dass ich werde meine Guns sonst immer behalten und manche rasten völlig komplett. Wie sieht man auch bei deinem Bongtegi Battle, bei dem ersten, die Crowd rastet völlig aus und ich denke mir so, war jetzt halt jetzt nicht auf dich bezogen, allgemein das Battle, ob es jetzt ein Punchline von dir oder irgendwie ein Scheme oder ein Thema oder ein Pattern so, für mich dann so, hat mich jetzt nicht abgeholt, ich habe immer komplett eine objektive Meinung. Und wenn ich dann von TTT Judges höre, von dem Drop Dynamic, wir haben uns ja vorher gefragt, so wen fanden wir besser, hab doch eine eigene Meinung, hab doch einfach komplett eine objektive Meinung. Ein Battle, was 4-0 steht, beispielsweise ein Brian Damage gegen einen Wolf, hätte ich gejudged, ich hätte eiskalt ins Mikrofon gesagt, für mich hätte die Dritte-Runde komplett gezogen. Ja. So, ich hätte einfach eine eigene Meinung. Und das fehlt mir manchmal leider. Hab ich zu Brian auch gesagt, ja. Nee, aber ja klar, sowieso, Alter, dass du feierst, wie du feierst, das ist ja von vornherein klar, dass du jetzt nicht sagst, ich habe so viele Kommentare bekommen oder deine Videos haben so viel Schaden angerichtet, jetzt höre ich damit auf. So habe ich es auch nicht eingeschätzt. Ich habe dich, also du hast mich jetzt gar nicht überrascht, das war also nicht negativ gemeint, sondern ich habe dich so eingeschätzt, wie du dich jetzt hier gezeigt hast, anhand der Battles auch, wo du in der Crowd standst oder selber gemacht hast, deswegen, das war jetzt nicht so nach dem Motto, oh, was passiert jetzt hier im Stream. Deswegen, du bist ein Hardcore-Battle-Rap-Fan auf jeden Fall, du feierst auf deine Art und Weise mit den Kommentaren auf deine Personen bezogen, habe ich schon vor, weiß nicht, Alter, 2 Monaten oder so aufgehört, weil es mich auch selber dann irgendwann gelangweilt hat und es waren jetzt insgesamt, keine Ahnung, was, ein halbes Jahr oder was, reicht dann ja auch und es war ja jetzt nicht jede Woche, sondern du stehst halt in vielen Battles da und dann macht man halt mal, droppt man halt einen Spruch. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, wie bei Chrome und Fizzers auch, dass man halt dass man sich Gedanken machen muss über die Befindlichkeit der Leute und aber was noch wichtiger ist, dass man sich Gedanken machen muss über die Leute, die leider auch hirnlos diese Videos gucken, irgendwas hören und irgendwas weitertragen und einfach nur stunk machen wollen. Es gibt halt sehr, sehr viele Kinder und ich bin der Meinung, das sind zum Großteil alles Kinder, weil ein erwachsener Mensch macht sowas nicht.
der sich denkt, okay, ich lege jetzt einfach Brände. Ich lege einfach Feuer, ich mache hier Marschpalaber, da Marschpalaber, damit noch mehr Streit entsteht. So. Was du gerade gesagt hast, dass auch die Leute schreiben im Chat, ich wäre dünnhäutig wegen Kommentare. Kommentare im Internet oder YouTube objektiv, es hat mir nur halt wehgetan, weil meine, du kennst Eltern, die kennen sich nicht aus mit Internet. Sie wissen nicht, worum es geht. Sie lesen nur, okay, du bist ein guter Junge, du wirst da beleidigt. Sie verstehen das nicht. Ja. Mich hat das, ich fand es sogar manchmal lustig, wenn da steht, Rosbach ist nerviger als Coinmaster-Werbung. Bruder, ich habe das gefeiert. Junge, ich fand's sogar lustig, manche Beleidigungen. Also was Beleidigungen, aber so mit so künstlerische Beleidigungen, die auf lustig gemacht sind. Wie beispielsweise 9 Minuten 3, Rosbach schießt. 9 Minuten 8, Rosbach hat nachgeladen, Rosbach schießt nochmal. So ist okay. Lustig, mein Gott. Ist auch völlig okay. Und ich bin auch ein Mensch beispielsweise, ich bin auch nicht nachtragend. Kann auch sein, dass wir uns mal live sehen, dass wir sagen, ey, nach einem Event gehen wir Pfeife rauchen oder unterhalten uns, weil hier einfach, glaube ich, zwei Battle-Rap-Nerds aufeinandertreffen. Mhm. Und das ist halt schade, dass die Leute von vornherein einfach ein falsches Bild durch falschen Hate einfach bekommen haben. Und dass es jetzt vielleicht auch mal, auch durch das Interview einfach mal klarer wird, dass ich einfach nur Battle-Rap in meinem ganzen mehr im kleinen C habe, als wie in manchen Körper, weißt du, was ich meine? Es gibt, glaube ich, kein Battle in Deutschland, was ich fast nicht gesehen habe. Hm. Es gibt, glaube ich, keines, was ich nicht gesehen habe. Ja. Von Anfang an dabei, ich war damals nach der Schule, wäre ich älter gewesen mit Führerschein, ich war damals noch Bambini mit 16, 17, ich wäre nach Berlin gefahren. Ich wäre in Kalabasch-Club gefahren, ich hätte mir Pirate Till, Neuss, Greeny Tortellini, Atzenkalle, Mainmo, P-Sack, Tierstar, Gier. Ich hätte mir die gegeben, selbst als Ben Salomo dann noch gerappt hat. Ich wäre da hingefahren, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Ich so, boah, geil, VBT damals verfolgt, alles, JBB, Anfangszeit, alles verfolgt. Rap am Mittwoch, Anfangszeit komplett verfolgt. So. Montags, ich glaube, Cypher, Dienstags, Viertelfinale, Mittwochs Pause, Donnerstags, Halbfinale, Freitags Finale. Wie Weihnachten, ich kam dahin so und boah, denk mir, dann kommt die Krone, weißt du, wenn ich mal alte Videos angehe, die Krone, Champion, Wildcard. Ja, da war Drop Dynamic noch dünn und hatte Drop Dynamic noch Haare gefühlt. Verstehst du, was ich meine? Hatte noch dünne Arme gehabt so. Und deswegen tat mir das weh, so, dass einfach Leute denken, so, ich wäre einfach ein Typ, der Aufmerksamkeit sucht, aber im Grunde liebe ich einfach nur Battle Rap und supporte Battle Rap mit Herzen. Merlin, einer meiner besten Freunde, BRB, Arata Club immer am Start gewesen, egal wo, alleine nach Berlin gefahren, 7 Stunden, durch Wetter und Wind, bei Schneesturm, egal, Hauptsache Battle Rap. Mhm. Und mein Herz schlägt für Battle Rap und dann hast du einfach Leute, die schreiben, boah, das ist ein schlechter Mensch, der soll sich aus der Szene verpissen. Das ist halt natürlich halt einfach schade, verstehst du, was ich meine? Und das macht halt anscheinend traurig. So, mich interessiert das nicht. Live würde das, glaube ich, keiner face-to-face zu mir sagen. Und wenn er was sagen würde, würde ich, hey, komm, hier hast du eine Fluppe, komm, wir gehen ein Bierchen trinken, wir unterhalten uns unter Battle Rap. Ganz einfach. Naja. Ja, wie gesagt, ich hab nichts anderes. Also ich sehe ja, was für Lines du auch feierst. Für mich war es ja niemals so nach dem Motto, der sieht, da sind 1000 Leute, da geht der mal in die erste Reihe und macht so, sondern dass du ein Hardcore-Fanatiker bist. Vielleicht ein bisschen zu hardcore. Das war von Anfang an klar. Deswegen, hier hat einer noch gerade gefragt, wenn du noch 5 Minuten hast, dass, wenn in meinem Chat jemand vielleicht noch eine coole Frage hat, wenn du da Bock drauf hättest. Auf jeden Fall, safe, sehr gerne. Ich bin immer dafür da, um Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, kennst du das Video zufällig auf YouTube mit diesem Schalke-Hardcore-Fan, der einfach immer aufsteht und rumschreit und so, hallo, grüß dich, moin. Nee. Auch so völlig geil. Einfach Leute, die einfach nur komplett mit Herzblut und mit Herz bei der Sache sind, so, aber eigentlich Ehrenmänner sind. So, wer mit mir privat reden möchte oder mich auf Events anspricht, merkt, die Leute sagen, ich bin einer der größten Ehrenmänner, weil ich einfach supporte, Liebe dafür habe. Und wenn du vor mir willst, ich gehe in eine 20. Reihe, ich stelle mich auch hinter die Tür, wenn du nicht sehen kannst. Verstehst du, was ich alles meine? Gut, Digga, wir haben es verstanden. Alles gut. Digga, die Intention ist ja wirklich, ist auch nobel, Alter. So, pass auf, hier fragt jemand, was machst du beruflich? Ich mache beruflich, ich mache zurzeit meine zweite Ausbildung. Ich habe 8 Jahre Gastronomie gemacht. Bin ursprünglich gelernter Koch, deswegen sollte eigentlich ein Kochbattle mit mir und Fleckett stattfinden in Kochklamotten. Mhm. Du kommst ja auch zum Teil aus der Gastro, du weißt, wie es ist. Ja. Und aber zurzeit bin ich jetzt umgestiegen und mache eine Zweitausbildung. Okay. Welches Battle hat sich Rosbach am häufigsten angeschaut? Pah! Ich kann dir meine Top 5 eventuell sagen. Ich glaube, es gibt keine, die ich mir am meisten angeschaut habe. Ja, es gibt aber so einfach so All-Time-Sachen. Das ganz klar,
T-Way gegen Merlin. Pa, 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 wie Merlin ihn tötet. Pa, er tötet ihn einfach. Dann natürlich kam mir, guck mal, Merlin hat mir beispielsweise mich angerufen gehabt vor dem Hamburg-Event und hat mir seine dritten Runden gezeigt. Wenn ich doch so irrelevant bin, so, und ich, Merlin ist privat ein sehr, sehr guter Freund. Irrelevant hat doch keiner gesagt, dass du irrelevant bist. So, ne? Auf jeden Fall dann klar, Merlin Kakobi, ganz klar, komplett High-End. Dann, also Merlin, was heißt erst? Merlin gegen T-Way, Merlin Kakobi? Merlin T-Way, Merlin Kakobi. Ja. Dann dein Finale. Cynic Mighty. Das Alpha Royale Finale? Ja. Okay. Ja, klar. Geil. Dritte Runde killt, erste Runde auch ja, komplett frei. Das ist doch kein gutes Battle insgesamt. Gut. Doch, finde ich schon. Doch, okay. doch finde ich schon. Okay, 4 und 5. Dann kompletter Bodybag. Noir gegen 4-7. Für mich nach Lars Unlimited und Drop für mich der zweitgrößte Bodybag überhaupt. Und was ich auch noch gut finde, ja halt, Drop Dynamic Lars. Ja. Top 5. Ja, hast aber auch natürlich auch immer noch geile Battles wie Quaze Mars B und Wobscure Mars B und die Finale Nidal Lyrico, auch heftiges Battle, sowas von on point. Das ist einfach nur, wenn du da Auge drauf machst, ist einfach nur meckern auf hohem Niveau. Das ist natürlich auch einer meiner Favorites. So. So die und beispielsweise auch so Secret-Sachen, so wie ich auch, was ich gefeiert habe, ist beispielsweise Henry gegen Virus, wo Henry ihn einfach komplett tötet. Okay. Henry zerstört Virus komplett. Dann hast du so ein Drop Dynamic, Jack Dragon gegen Dr. Dave, feiere ich auch. Ja, und halt die ganzen BRB-Sachen, Freestyles, alte Freestyle-Sachen. Okay. Ja, aber so die Top 5, so die Top 3 sind so Merlin Kakobi, T-Way Merlin, das ist für mich einfach das ist unfassbar krass. Und den Rest könnt ihr einfügen. Ja, ja, hast ja selber schon, hast ja viele Optionen gegeben auf jeden Fall. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 28. 28. Was sind denn deine Top 3 Battles oder Top 5, Samuel? Deutschen Battles? Ja, deutschen. Greg Pipe Basic, das Rematch. Ich finde, ja, Okto Zwetschge gegen Falken Kakobi. Habe ich vergessen. Das ist noch krank. Assen Kalle gegen Pisek bei Rapper Mittwoch fand ich noch richtig geil. Klar, Last Drop so. Ja, so. Aber man hat die nicht direkt so parat, man muss immer ein bisschen. Ja. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Also für mich, ganz ehrlich, hast du gerade gut angesprochen, so, wenn es für mich das beste Tun Deutschland ist, ist es für mich immer noch, das, vor allem, das war mein erstes Live-Event damals und seitdem direkt natürlich infiziert war Falken Kakobi gegen Oktomusch und Zwetschke. Also für mich das beste Tun Deutschland immer noch. Ja, ja, das war auf jeden Fall krass, da sind wir auf jeden Fall. Lass mich mal ganz kurz gucken. Kommt von dir auch ein Interview mit Tierster? Gibst du da überhaupt Kontakt, Alter, zu? Ja, ich habe mit Tierster ein bisschen Kontakt, ne? Aber nichts ist noch nichts geplant. Wenn er möchte, sehr gerne. Man kann sich sehr gerne zusammensetzen, so, aber geplant ist erstmal noch nichts. Okay. Lass mich nochmal gucken. Letzte Frage. Ja, und Beat Battles, Mavjix gegen Virus, ja, auch krass. Oder hier das Proton Notice, zweite Runde Notice, ja. Unfassbar. Ja, stimmt, aber wirklich, das haben wir uns auch angezogen. Verstehe ich nicht ganz. Wieso sieht das Kantenmusik-Merch nach Karl Kani aus? Frag mich nicht, musste Barracuda, Kart und Mosaik fragen. Liebe Grüße gehen an meine Jungs raus und das Squad Kantenmusik. Okay, das ist das Label von denen, oder was? Ja, genau. Okay. Ja, kommt noch. Okay, letzte Frage, das ist eigentlich so ein bisschen rhetorische Frage. Was wünscht sich Rosbach für deutschen Battle Rap, was man aus dem Ami Battle Rap kennt? Obwohl vielleicht doch nicht so rhetorisch. Safe, Alter, das musst du mich doch nicht fragen, oder? Ey, Leute, hört auf zu klatschen. Sag. Rastet aus. Ja. Schubst eure Leute durch die Gegend, Alter. Macht Welle, rastet aus. Ja. Holt Energie ins Match rein. Ey, wirft von mir aus euren Schlipper auf die Stage. Ist doch scheißegal. Hauptsache. Ihr stört das Battle nicht. Ja, genau. Nee, Mann. Aber vernünftiges Schlusswort auf jeden Fall. Ich glaube, auf dem, wenn du nichts mehr zu sagen hast, doch, ich habe sogar noch eins, habe ich tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Dame heißt. Du hast im Interview gesagt, du glaubst nicht an Karma. Glaub an Karma. Okay. Ja.
Was soll ich jetzt sagen, Alter? Nix, ganz sonst. Okay, gut. Also, ey, Digga, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt, das war, boah, ich glaube, wann warst du dabei? 10, ne? Ja, 1,5 Stunden, Alter. Gepflegtes Ding. Ja. War auf jeden Fall gut hitzig. Ich glaube, wenn man das vernünftig schneidet, kann das auf jeden Fall auch ein geiles, ich glaube, die Leute haben auch Bock gehabt am beim Chat. Also ja, der Großteil der, siehst du den Chat auch die ganze Zeit? Ja, ich habe Dings Twitch nebenbei auf. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, checkt auf jeden Fall Rossbach Gesicht oder nicht auf YouTube ab. Mein neues Format ist gut angelaufen. So. Maximal objektiv, ganz objektive Battle Rap. Fand ich auch nice, dass du gesagt hast, dass man sich, ich hab's gehört, sagen wir mal so, dass du gesagt hast, man kann sich das auf jeden Fall gut geben. Also wie gesagt, bis jetzt kamen sehr, sehr, sehr viele positive Nachrichten, so, die auch gesagt haben, ja, hätte ich nicht von dir erwartet. Vor allem, ich dachte bei deinem ersten Review, ja, jetzt beleidigst du Cynic ohne Grund. Warum sollte ich? Das war so klar, dass das nicht kommt, weil das wäre so wack. Das wäre so wack gewesen. Deswegen, das war aber klar. Ich habe ja auch keinen Grund, verstehst du, was ich meine? Nee. Wenn ich ein Battle gucke, hat es ja nichts mit privat zu tun, verstehst du, was ich meine? Ist egal, was im Background passiert, dann muss man sich das Battle angucken, objektiv das Battle einfach nur judgen und das analysieren. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Ja, Dicker, ey, danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Feuer. Ebenso. Ja, Mann. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück mit dem Format. Haben wir das Merci. Auch? Ich habe mir, glaube ich, ja, also klar, dieses Finale habe ich mir angeguckt, also nicht das Ganze, aber nur um zu gucken, weil sonst, ich muss ja auch mitreden können. Ich weiß, wenn ich nicht weiß, was du da machst, dann kann ich den Leuten ja auch nicht sagen, kann man sich angucken. Ja. Weißt du? Deswegen. Ey, Dicker, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Alter. Ebenso. Ja, Mann. Und dann gibt es nochmal zum Abschied auf jeden Fall einen dreifachen RV vom Chat hier. Ja, vor allem, das kann ich nochmal sagen, ey, Gun Sounds, wenn die Leute sagen, ey, da sind zu wenig Gun Sounds oder ist ein Rossbach-Gesicht. Wenn Rossbach-Gesicht kommt, kommt Rossbach-Gesicht. Wenn krass ist, ist krass. Wenn Gun Sounds kommen, so, dann kommen halt Gun Sounds. Ist genauso, wie du damals gesagt hast, zu irgendjemandem, glaube ich, ja, Freestyle jetzt mal in der U-Bahn. Oder dann hast du zu ihm gesagt, wenn du Breakdance kannst, jetzt tanz mal Hip-Hop. Ja. Es passt nicht. Verstehst du? Ja. Ich meine, es muss zur Situation passen. Ja, und stimmt. Von daher, Durstlöscher war wieder mit am Start. Auf jeden Fall ein gediegenes Pau-Pau in die Runde auf jeden Fall. Po-Po-Po. Und ja, Rossbach-Gesicht oder nicht, check den Kanal ab. Da wird auf jeden Fall weiterer Content kommen. Und ja, Selbstliebe an alle. Egal, Hauptsache Leute, die Battle Rap feiern. So. Deswegen, pow, pow, pow. Auch Cynic, dich schließe ich ins Herz. Pow, pow, pow. Und von daher, ja, lasst Liebe einfach nur für Battle Rap da. Toleriert alles, feiert, rastet aus. Und guckt nicht in der Crowd einfach links und rechts, wie ihr euch verhalten müsst, sondern seid einfach ihr selbst, rastet aus. Wenn ihr feiern wollt, feiert. Wenn nicht, wenn ihr heulen wollt, heult. Wenn ihr schreien wollt, schreit. Aber nicht, während gerade halt die Patterns fließen, sondern zur richtigen Zeit. Und wenn ganz sonst kommt, boah, denkt immer dran, Cynic hat mich klein gemacht. Alles klar, Mann. Dickerchen, haust du rein, Alter. Jo. Danke dir vielmals. Alles klar, ich wünsche euch alles Beste, viel Spaß im Stream noch und lasst es krachen, ne? Inshallah, dass du trotzdem noch größer wirst. Ciao, Mann. Ciao.